Herzlich willkommen in der Vorlesung zur Einführung in die Rechtswissenschaft. Schön, dass Sie da sind. Dies hier ist der vierte Termin unserer Vorlesung und es freut mich, dass Sie nach wie vor mit dabei sind. Es ist zugleich der letzte Termin im ersten von drei Blöcken der Veranstaltung. Ich hatte Ihnen ja ganz am Anfang gesagt, dass ich zunächst mit Ihnen eine Vogelperspektive auf die Rechtspflege einnehmen möchte, einige Akteure anschauen möchte, bevor wir uns dann dem Handwerkszeug der Juristinnen und des Juristen zuwenden und am Schluss noch schauen, welche analytischen Fähigkeiten Sie auch gebrauchen können. Heute also der letzte Termin, der sich aus dieser Vogelperspektive mal mit der Rechtspflege beschäftigt. Und aus dieser Vogelperspektive heraus hatten wir uns ja schon angeschaut, was sind es eigentlich unsere Gesetze, wie kommen sie zustande, dann aber in der letzten Woche auch, was sind eigentlich diejenigen, die diese Gesetze dann am Ende des Tages anwenden in der Justiz, die letztlich entscheiden und urteilen, wie entlang dieser Gesetze unsere Sachverhalte, die streitig sind, bewertet werden sollen. Und da läuft tatsächlich vieles auf die Gerichte hinaus, aber es gibt eben natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen juristischen Beruf, der dieses Verfahren begleitet, der vor Gericht in den allermeisten Verfahren beteiligt ist und der sehr viel mit der Vorbereitung und Kanalisation von Fällen hin zu Gerichten oder manchmal auch mit der Beilegung dieser Fälle außerhalb der Gerichte zu tun hat. Und das ist die Anwaltschaft. Ganz viele, statistisch gesehen, von Ihnen werden in absehbarer Zeit Anwältinnen und Anwälte sein. Das ist über die Jahre immer stabil geworden. Es ist der Beruf, den statistisch die meisten von Ihnen ergreifen werden. Es ist allerdings auch nicht nur eine Facette, die dieser Beruf mit sich bringt, sondern man kann Anwältin oder Anwalt in ganz vielen verschiedenen Kontexten sein. Es wird deswegen mit guten Gründen von vielen als ein sehr, sehr spannender Beruf empfunden. Fragen Sie mal diejenigen, die die Anwaltszulassung schon haben oder die vielleicht sogar schon auf ein erfülltes Anwaltsleben zurückblicken können. Eigentlich alle, die ich kenne, die sind damit sehr zufrieden, auch wenn es einen manchmal überrascht, was sie aus diesem Anwaltsberuf gemacht haben, was da am Anfang gar nicht so absehbar war. Vielleicht liegt das jetzt für Sie noch in weiter Ferne, gedanklich. Ich darf Ihnen aber sagen, gerade denjenigen von Ihnen, die schon im Studium unterwegs sind, haben Sie nicht zu viel Hochachtung vor denjenigen, die diesen Beruf schon ausüben. Die haben schwarze Kittel an, die wirken für Sie als diejenigen, die da mit dem Recht eine höhere Ressource administrieren, die viel, viel mehr wissen als Sie. Und für manche und manchen kann das manchmal ein bisschen unerreichbar wirken. Ich möchte Sie an der Stelle beruhigen, das ist es nicht, sondern was Sie brauchen, um dort anzukommen, einerseits bei Gericht, also dort, wo wir in der letzten Woche unterwegs waren, dann aber auch in der Anwaltschaft, das ist die gleiche Grundqualifikation, nämlich zwei juristische Staatsexamina, mit denen Sie die Befähigung zu Richteramt erhalten und damit Volljurist sind, das ist von Ihnen eben dann doch auch nur noch einige Jahre entfernt. Und wenn Sie solide studieren, wenn Sie sich ernsthaft Mühe geben, dann ist es eine überwältigende Chance, dass Sie das auch erfolgreich machen werden. Also lassen Sie sich nichts vormachen, sondern bleiben Sie getreu auf dem Weg dabei. Schauen Sie, was Sie an Jura interessiert. Bleiben Sie natürlich auch in dieser Vorlesung dabei für die nächsten Termine, denn wenn wir ums Handwerkszeug uns bemühen, dann ist das tatsächlich das, was Sie im Examen auch brauchen werden. Aber dann steht Ihnen, zwischen Ihnen und entweder der Anwaltschaft oder auch der gerichtlichen Tätigkeit oder was immer Sie machen wollen, eigentlich nichts mehr im Wege. Das lässt sich schon heute sagen und deswegen möchte ich Ihnen hier auch an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich Mut dazu machen, dass Sie diesen Weg weitergehen, dass Sie sich nicht beirren lassen von dem einen oder anderen Schwierigkeit, die vielleicht auch am Rande einmal auftaucht. Diese Schwierigkeiten, die haben schon andere vor Ihnen gehabt. Das Jurastudium ist gerade am Anfang etwas, was sehr, sehr schwierig wirkt, weil es sehr, sehr abstrakt ist, weil es gedankliche Gebäude sind, die die Menschen da sich ausgedacht haben, als diese Regeln, nach denen sich unser Zusammenleben ordnen muss. Und den meisten in ihrer Situation, so auch mir damals ging es so, es reicht nicht, das einmal gehört zu haben. Noch beim zweiten Mal wirkt es ziemlich abgefahren. Aber dann irgendwann, dann setzen sich diese verschiedenen Wissensinseln zusammen und dann macht das Ganze auch irgendwie einen guten Sinn. Und da werden Sie auch ankommen. Und deswegen ist das für Sie jetzt keine ferne Zukunft, über die wir in der letzten Woche mit dem Blick auf die Gerichte gesprochen haben und in dieser Woche sprechen mit der Anwaltschaft, sondern das ist etwas, was Sie wirklich, wirklich gut erreichen können. Wenn ich das so sage, dann weiß ich zugleich, dass es noch andere Berufe gibt, auf denen wir jetzt am Anfang dieser Vorlesung nicht eingehen können und die doch ganz ernstzunehmende juristische Berufe sind. Ich nenne nur den Beruf der Rechtspflegerin bzw. des Rechtspflegers als einen, aber es gibt noch viele andere Richtungen, in die Sie mit Ihrer juristischen Ausbildung gehen können. Ich werde
in dieser Veranstaltung an dieser Stelle nicht die Zeit finden, das alles im Detail für Sie auszuleuchten. Aber ich möchte Sie zugleich beruhigen. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn die 12 Kerntermine dieser Vorlesung vorbei sind und dass die Vorlesungszeit des Semesters vorbei ist, dann werde ich noch eine Reihe von kleineren Videos hinterher schieben, die Ihnen so eine Art Lifehacks für die juristische Ausbildung und auch den juristischen Berufsstart geben. Und eine dieser Einheiten wird sich dann ungefähr so im August damit beschäftigen, was gibt es eigentlich für viele juristische Berufe, auch jenseits des Anwaltsberufs und des Richterberufs. Und da werden noch viele andere Berufe dann auftauchen. Das scheint mir für Sie besonders bei der Berufswahl dann wichtig zu sein. Also alles, was ich dann jetzt in der letzten Woche nicht erwähnt habe und heute noch nicht erwähne, da sollen Sie beruhigt sein, das fällt nicht unter den Tisch. Für den heutigen Termin bleiben wir also mal beim Anwaltsberuf, den ganz viele von Ihnen in absehbarer Zeit ausüben werden. Ich hatte eben schon gesagt, die Tür dahin steht Ihnen mit dem zweiten Staatsexamen offen. In dem Moment, wo Sie Volljuristin oder Volljuristin sind, müssten Sie sich eigentlich nur bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer anmelden. Dann erfolgt ein sogenanntes Zulassungsverfahren. Da müssen Sie irgendwo nochmal ein Eid oder ein Gelöbnis ablegen. Und dann sind Sie Anwältin oder Anwalt. Dann können Sie lospraktizieren. Wenn man aus der Ausbildungsperspektive darauf schaut, dann denkt man sich manchmal, naja gut, bin ich Anwalt, aber eine Kanzlei habe ich dann aber doch noch nicht. Ich muss ja erstmal im Berufsmarkt ankommen. Auch da möchte ich Sie beruhigen. Anwältinnen und Anwälte sind Freiberufler. Das bedeutet, sie sind in vielem, was ihre Berufstätigkeit ausmacht, unabhängig und sie können auf sich selbst gestellt praktizieren. Ich werde Ihnen gleich aufzeigen, dass viele das nicht tun, dass sie sich einer größeren Einheit anschließen, aber theoretisch können sie auch als einzelne Anwältin sofort loslegen. Sie brauchen, möchte ich fast sagen, keine Kanzlei im klassischen Sinne. Oder anders gewendet, man hat manchmal vor diesem Begriff Kanzlei eine ziemlich große Ehrfurcht. Aber es steht in der Bundesrechtsanwaltsordnung drin, dass jede Anwältin, jeder Anwalt muss eine Kanzlei haben und dadurch wird zugleich klar, eine Kanzlei, das ist eigentlich überhaupt gar nichts Besonderes, sondern das ist eigentlich erstmal nur eine Adresse, vielleicht mit einem Raum, in dem Sie sitzen können. Das ist eine Art Anlaufstelle. In dem Moment, wo Sie irgendwo ein Schild raushängen und sagen, ich bin XY, bin Anwältin und hier ist mein Sitz, an dem ich praktiziere, in dem Moment ist das bereits eine Kanzlei und Sie können loslegen. Nun habe ich schon gesagt, das ist nicht jedermanns Sache, da sofort alleine loszulegen. Es gibt tatsächlich gute Gründe dafür, das alleine zu machen, aber es gibt gute Gründe auch dafür, sich einer anderen größeren Einheit anzuschließen. Lassen Sie mich deswegen an dieser Stelle Ihnen einfach mal so aufmalen, was ein bisschen das Spektrum ist, in welchen Kontexten und auch in welcher Einheitsgröße man da in der Anwaltschaft arbeiten kann. Ich male Ihnen das mal auf, unter einer Überschrift, die ich mal Einsatzbereiche nenne. Und dann male ich Ihnen darunter so eine Art Crescendo, je nachdem, wie viele, man sagt Berufsträger und Berufsträger, also Anwältinnen und Anwälte, da in einer Kanzlei unterwegs sind. Hier ist das Crescendo. Wir gehen von links nach rechts und es wird nach rechts, wie Sie unschwer erkennen können, immer größer. Und wenn wir mal links beginnen, dann haben wir dort eine Ein-Personen-Kanzlei. Das sind erstmal Sie selbst. Manche würden das mit einem unjuristischen Begriff belegen, nämlich Feld-, Wald- und Wiesenanwalt. Ich schreibe mal dazu FFW-Anwältin. Sie wissen, was damit gemeint ist. Das ist ein eher klassisches Verständnis des Anwaltsberufs. Hier haben wir eine Person, die erstmal das komplette Beratungsspektrum anbietet, sich auf nichts spezialisiert hat, nicht sagt, ich mache nur Erbrecht oder nur Mietrecht oder ich bin ganz besonders gut in Vertragsverhandlungen, sondern ich bin eine, zu der ihr mit all euren Nöten erstmal kommen könnt. Und wenn das für mich irgendwie eine Nummer zu groß ist, weil da 10 Leute gleichzeitig dran arbeiten können und irgendein großes Unternehmensmandat ist, dann leite ich das vielleicht eine Kollegin weiter, die in einer größeren Einheit arbeitet. So hat man klassisch gearbeitet. So kann man auch heute noch arbeiten.
Wir werden im Laufe dieser Veranstaltung sehen, es ist ein bisschen schwieriger geworden, weil die Mandantinnen und Mandanten heute nicht mehr einfach so durch die Straße gehen, das goldene Kanzleischild sehen und sagen, ja, ja gut, hoppla, da ist ja eine Anwältin bei mir um die Ecke, dann gehe ich da mal hin, der traue ich zu, dass sie meinen Fall löst. Vielleicht deswegen, weil die Leute ein gewisses Gespür auch da draußen dafür haben, dass Anwälte zwar eine universalistisch angelegte Ausbildung genießen. Das bedeutet, wenn wir unsere beiden Examina machen, dann ist das noch nicht spezialisiert in eine bestimmte Richtung oder kaum spezialisiert. Es gibt bestimmte Schwerpunktbereiche auch im Universitätsstudium, sondern man kann erstmal, man lernt die Methodik für alle Rechtsbereiche. Also man ist universalistisch sehr, sehr allgemein ausgebildet. Aber womöglich haben die Leute da draußen ein bestimmtes Gespür dafür, dass man, wenn sie zum Beispiel einen mietrechtlichen Fall oder einen nachbarrechtlichen Fall haben, dass sie da nicht jemanden wollen, der gerade erst angefangen hat oder der sein ganzes Leben schon alle Arten von Fällen bearbeitet, sondern dass sie lieber jemanden haben wollen, der sich in einer bestimmten Nische auskennt und dort wirklich seine Fälle sammelt. Also Spezialisierung ist ein bisschen das Gebot der Stunde. Das war natürlich ein bisschen schon immer so. Dieser Trend hat sich aber in den letzten Jahren verstärkt und das macht es zusammengenommen ein bisschen schwieriger für diejenigen, die alles anbieten wollen, tatsächlich das auch erfolgreich zu tun und überhaupt Mandantinnen und Mandanten für sich zu akquirieren. Wenn Sie nicht alleine bleiben wollen, vielleicht weil Sie Menschen brauchen, die auch um Sie herum sind jeden Tag und mit denen Sie Rechtsfragen diskutieren wollen, dann gibt es eine Möglichkeit, dass Sie noch nicht direkt in eine große Einheit gehen, aber in eine Kanzlei, wo vielleicht zum Beispiel 10 oder 15 Berufsträgerinnen und Berufsträger unterwegs sind. Man würde, ich vereinfache das etwas, hier sprechen von einer mittelständischen Kanzlei. Da haben also mehrere Anwälte und Anwälte gesagt, lass uns nicht nur vielleicht ein Büro miteinander teilen, das gibt es auch, die sogenannte Bürogemeinschaft, sondern lass uns eine gemeinsame Kasse machen. Lass uns gegenseitig vielleicht Mandate vermitteln. Lass uns sagen, in unserer Kanzlei ist die eine für Erbrecht zuständig, die nächste ist für Mietrecht zuständig. Dann haben wir jemanden, der sich mit dem Verbraucherrecht befasst und wir haben vielleicht auch jemanden, der noch im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht in Frage kommt. So können wir ein bisschen mehr spezialisiert sein als die Menschen, die alleine im Anwaltsberuf unterwegs sind. Wir können miteinander arbeiten. Wir gehen ein bisschen davon aus, dass jeder auch ein bisschen was in diesen Topf hineinwirft und dann teilen wir das nach einem bestimmten Schema nachher auf. Es muss nicht so sein, dass eine mittelständische Kanzlei alle Rechtsgebiete anbietet, wie die klassische Feldwald-Wiesen-Anwältin. Es kann auch sein, dass ich in so einer Einheit bin mit 15 Anwälten und trotzdem sind wir sehr fokussiert auf einen bestimmten Rechtsbereich. Wenn ich zum Beispiel sage, das Internetrecht ist meines, ich weiß, dass in diesem Bereich ganz, ganz viele Mandate kommen und ich möchte mich sehr stark in diesem Bereich spezialisieren und das Geschäft, das ich akquirieren kann, das muss manchmal auch von 2, 3, 4 Leuten gleichzeitig bearbeitet werden, damit weil sonst nicht genügend Zeit da ist, dann kann es sinnvoll sein, dass ich mich auch da innerhalb einer Spezialisierung mit mehreren zusammentue. Und am anderen Ende, das ist jetzt wirklich sehr holzschnittartig aufgemalt, haben wir etwas, was im Studium sehr, sehr häufig erwähnt wird und häufig auch als Ideal an die jungen Studentinnen und Studenten herangetragen wird, nämlich die Großkanzlei. Da haben wir dann nicht nur, also ich schreibe mal ein paar Zahlen daran, wenn wir hier eine Berufsträgerin haben und hier vielleicht 10 bis 20, dann haben wir vielleicht in einer Großkanzlei durchaus einmal 100 bis 200 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, nicht immer an einem Standort, aber die sind alle in diesem Gebilde irgendwo unterwegs. Und wenn wir mal so holzschnittartig, wie wir unterwegs sind, versuchen das Ganze auch mal zu fassen in die Frage, welcher Typ Mandant kommt dort an und wie viel Geld kann man dort verdienen, dann kann man im Grunde genommen sagen, dass dieses Crescendo, das ich da eingezeichnet habe, das gilt nicht nur in der Tendenz jedenfalls, nicht nur
für die Frage, wie viele Berufsträger und Berufsträger sind in einer Kanzlei dabei, sondern es gilt auch für die Frage, erstens, wie groß sind die Mandanten? Also stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie Siemens oder ThyssenKrupp, dann werden Sie wahrscheinlich eher nicht zu der Einzelanwältin gehen, sondern dann werden Sie eher sagen, ich brauche eine Rieseneinheit, weil wir so ein großes Unternehmen sind. Unsere Rechtsfragen, da muss immer eine ganze Heerschar von Anwälten darauf losgelassen werden. Die gehen eher zur Großkanzlei. Also mit dieser Zahl der Berufsträger korreliert ein Stück weit auch die Frage der Größe des Mandanten. Und ein wenig korreliert damit durchaus auch die Frage, wie viel Geld kann ich verdienen. Und das ist etwas, was Sie im Studium bereits erleben werden, wo Ihnen sehr, sehr viel versprochen werden wird, wenn Sie mal auf so einem Recruiting-Event unterwegs sind, was ja inzwischen an vielen Universitäten angeboten wird, dann werden Sie sehen, da ist immer die Frage nach den Einstiegsgehältern, nach dem großen Geld. Wir kommen nachher noch zu Einzelheiten der Vergütung, aber man kann hier schon sagen, dass in der Tendenz das Crescendo auch tatsächlich für das Geld gilt. Das bedeutet, die ganz großen Kanzleien, die überbieten sich immer weiter mit den Einstiegsgehältern. Im Moment stehen wir, glaube ich, beim Marktführern bei 180.000 Euro im Jahr. Das ist echt schon sehr, sehr viel Geld. Das wird Ihnen eine mittelständische Kanzlei nicht anbieten. Die Frage ist natürlich, ob es Ihnen nur um das Geld gehen sollte. Man könnte das Crescendo tatsächlich auch vielleicht ein Stück weit gegenläufig zeichnen. Wenn man, das tue ich jetzt tatsächlich auch mal, vielleicht schreibe ich der Vollständigkeit halber an das obere Crescendo dran. Das ist die Zahl der Berufsträger. Und die Größe der Mandanten und auch das Gehalt. Sehen Sie es mir nach, dass einiges in dieser Zeichnung jetzt sich fast schon überlagert. Und jetzt mache ich aber einen Vorgriff auf das, womit wir uns dann später in einer der nachgelagerten Einheiten beschäftigen werden, nämlich wo man das Crescendo wahrscheinlich in die andere Richtung zeichnen kann, ist das für Sie vielleicht dann doch auch nicht unwichtige Thema der Work-Life-Balance. Also wenn Sie eine riesige Stange Geld verdienen, dann dürfen Sie auch davon ausgehen, dass Sie sehr, sehr viel Ihrer Zeit investieren müssen. Und wenn Sie, das ist der große Vorteil, ganz alleine unterwegs sind, dann haben Sie natürlich ein sehr, sehr großes Risiko, weil Sie erstmal selbst akquirieren müssen. Sie müssen sich fragen, woher kommen meine Mandanten? Was kann ich eigentlich? Und wenn ich aus dem zweiten Staatsexamen gehe und ich habe nur eine allgemeine Ausbildung, dann müssen Sie sich auch erstmal was erarbeiten. Aber die Freizeit, wie viel Sie davon haben, wann Sie ins Büro gehen, ob Sie mit Ihrem Laptop auf einer Insel sitzen und die Mandate bearbeiten oder ob Sie sich irgendwo in ein großes Bürohochhaus begeben. Das ist die große Freiheit, die Sie natürlich vor allen Dingen auf der linken Seite meiner Darstellung haben. Und damit will ich an dieser Stelle nur im Vorausblick sagen, wenn Sie die anwaltlichen Berufe und die anwaltliche Einheitsgröße anschauen, dann gibt es immer ein Für und Wider, das man abwägen muss. Man ist im Studium manchmal so eine Art Werbetrichter ausgesetzt, dass man denkt, es muss eigentlich, wenn meine Noten das hergeben, unbedingt Großkanzlei sein. Das kann tatsächlich dabei rauskommen. Aber das muss es nicht unbedingt. Wenn wir so über Kanzleien sprechen, dann habe ich einen einzigen Anwaltsberuf noch rausgelassen, der nicht so ganz in dieses Schema passen will, nämlich derjenige der Syndikusanwälte. Syndikusanwälte sind ein besonderer Anwaltstyp. Die haben nämlich keine klassische Kanzlei, die nach außen gerichtet ist, die jedenfalls dafür gedacht ist, in nennenswertem Umfang Mandanten von außen anzuwerben, sondern Syndikusanwälte sind Unternehmensangestellte. Die sind, wenn Sie wollen, wie auch andere Arbeitnehmer in einem großen, üblicherweise Unternehmen, also ein großes börsennotiertes Unternehmen könnte das etwa sein. Das hat eine Rechtsabteilung, in der viele Juristinnen und Juristen arbeiten. Und wenn sie denn wollen, können diese Anwälte sich ein gewisses Grad an Unabhängigkeit im Arbeitsvertrag zusichern lassen und können dann gleichzeitig tatsächlich auch die Anwaltszulassung haben.
ist nichts Selbstverständliches. Darum hat dieser Typ von Anwälten in der Vergangenheit sehr kämpfen müssen. Aber der Anwaltsberuf ist manchmal tatsächlich auch mit bestimmten Privilegien verbunden. Zum Beispiel, dass man eine eigene Altersversorgung hat und so weiter und so fort. Und deswegen ist es attraktiv, ist aber, muss man sagen, ein sehr, sehr besonderer Anwaltstyp. Und viel von dem, was wir jetzt gleich sehen werden, was den Anwaltsberuf auch an Regeln ausmacht, spielt für diese Syndikusanwälte eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Jetzt habe ich Ihnen gerade schon aufgemalt, was so der Kanzleityp sein kann, in dem Sie als Anwältin tätig sein können. Die Struktur dieser Einheiten ist natürlich umso einfacher, je kleiner die Einheit ist. Weil aber der Blick dann häufig doch in die größeren Einheiten geht, möchte ich Sie mal kurz damit vertraut machen, wie so die Hierarchie ist in so einer größeren Kanzlei. Denn dann ist man am Ende des Tages nicht nur Anwalt, sondern man nimmt auch eine bestimmte Anwaltsfunktion in dieser größeren Einheit ein. Und der Trend oder das Streben geht dann häufig nach oben und man sollte mit den wesentlichen Begriffen an dieser Stelle hantieren können. Auch hier zeichne ich Ihnen das mal kurz auf. Und ich schreibe drüber Kanzleihierarchie. Sie könnten auch drüber schreiben Großkanzleihierarchie. Denn vor allen Dingen in Großkanzlei finden wir diese Struktur. Das lässt sich sehr, sehr gut abbilden in einer Pyramide. Pyramide nicht deswegen, weil das eine fancy Form ist, die man sehr, sehr häufig einsetzt, sondern vor allen Dingen auch deswegen, weil oben die Luft dünn wird. Ich mache das mal ganz grob. In drei Teile teile ich diese Pyramide auf und ganz oben kommen die Partnerinnen und Partner rein. Was bedeutet das, Partner einer Kanzlei zu sein? Das bedeutet, ich bin Unternehmer, ich bin gewinnbeteiligt an dieser Kanzlei. Ich bin, wenn Sie so wollen, gleichzeitig auch Arbeitgeber von anderen Anwälten und Anwälten, die womöglich nur angestellt sind. Die heißen aber, weil das nicht modern genug klingt, diese angestellten Anwälte heißen nicht angestellte Anwälte, sondern die heißen Associates. Sie können sich vorstellen, dass oben viel Geld verdient wird und unten weniger Geld, aber immer noch viel Geld verdient wird. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, ganz unten sind wir bei Einstiegsgehältern, die an der Decke tatsächlich im Moment bei 180.000 Euro im Jahr liegen. Bei den Partnern sind wir durchaus, jedenfalls an vielen Stellen, im Millionenbereich unterwegs. Die Partner haben ein bisschen andere Aufgaben als die Associates. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass das Geschäft reinkommt. Das bedeutet, die sind im Laufe ihrer Laufbahn immer weiter aufgestiegen, haben sich vernetzt, haben Fäden gesponnen hin zu großen Unternehmen, die mit lukrativen Mandaten aufwarten können. Und dann kann ich dieses Mandat hereinholen als Partnerin oder als Partner und dann lasse ich es bearbeiten von meinen Associates. Die Partner selbst, die kommen eigentlich gar nicht mehr zur klassischen anwaltlichen Arbeit, sondern es ist eher eine akquirierende, steuernde und überwachende Funktion. Ich habe also als Partner durchaus eine ganze Zahl von Associates unter mir, die ich gewissermaßen innerhalb der Kanzleieinheit selbst beschäftige. Das können 5 sein, es können 10 oder im Extremfall auch durchaus mal 15 Associates sein, die ich beschäftige. Weil sich in diesem Modell sehr viele für den Beruf entschieden haben, nicht nur um das große Rad zu drehen, was natürlich auch eine valide Motivation ist, sondern auch um viel Geld zu verdienen, wissen die Leute natürlich auch, dass man weiter oben in der Pyramide immer noch mehr Geld verdienen kann. Und nicht alle, aber viele von den Associates verbinden deswegen mit ihrer Tätigkeit in dieser Kanzlei den Traum, irgendwann am Ende des Tages auch einmal Partner zu werden.
Nur ist es gleichzeitig das Interesse der Partnerschaft, dass sie nicht zu viele von den Associates hochkommen lassen. Denn jede Person, die auch Partner wird, die nimmt natürlich auch etwas vom Gewinn weg, dieses ganzen Unternehmenskanzlei. Deswegen, man sagt, in den letzten Jahren es gibt einen Flaschenhals. Es schaffen nicht alle Associates, die es wollen, zum Partner. Und dieser Flaschenhals ist enger geworden und er ist auch zeitlich in der letzten Zeit, hat sich ein bisschen länger gestreckt, als es früher der Fall war. Es gab durchaus Jahre, wo man als Associate binnen 5 Jahren vom Einstieg hin zum Partner werden konnte und dann auch beim Gehalt stark nach oben gegangen ist. Inzwischen ist das so, das Gehalt geht schon auch nach oben mit der Zeit immer weiter, aber Partner wird nicht mehr jeder und diejenigen, die es werden, die brauchen durchaus mal 8 oder 9 Jahre dafür. Um diese Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten, hat man sich in der Mitte dieser Struktur noch weitere Funktionen ausgedacht. Da gibt es zum Beispiel insbesondere etwas, was sich Senior oder manchmal auch Principal Associate nennt. Das sind Associates, die schon ein paar Jahre dabei sind und bei denen man sich grundsätzlich vorstellen kann, dass sie in dieser Kanzlei irgendwann auch nochmal eine tragendere Rolle spielen. Deswegen befördert man sie. Sie bekommen ein bisschen Geld mehr und sie werden durch diesen Titel ein bisschen geadelt. In diese Kategorie gehört dann auch noch etwas, was ich ganz knapp nach oben reinschreibe, nämlich ein Salary Partner. Warum Salary Partner? Das unterscheidet sich von eben dem anderen Partnertyp, den ich deswegen jetzt mit dem Zusatz Equity oben verbinde. Wer Equity Partner ist, das ist jemand, der tatsächlich auch am Vermögen der Partnerschaft teilhat. Das ist gewissermaßen ein echter Partner. Wenn ich es ein bisschen kritisch sagen darf, dieses mit dem Salary Partner, das ist eigentlich nur ein Partner nach außen. Der darf sich Partner nennen und hat auch, wie das Wort Salary sagt, von seinem Gehalt her, kommt er schon deutlich näher als ein Senior oder Principal Associate an die Partner dran. Zugleich ist unser Salary Partner jemand, der eigentlich noch nicht echter Teilhaber des Anwaltsunternehmens ist, sondern der ist nur nah an der Partnerschaft dran. Es gibt dann irgendwo da, manchmal aber auch außerhalb dieser Struktur, noch eine Zusatzfunktion. Das ist der Counsel. Das sind häufig diejenigen, entweder bei denen noch geschaut wird, ob sie mal Partner werden können. Also es gibt manchmal auch diesen Weg. Aber man steht schon etwas außerhalb der Hierarchie. Sehr viele Counsel haben es, wenn man es böse sagen möchte, nicht bis zum Partner geschafft und so möchten aber gleichzeitig mit dieser Kanzlei verbunden werden. Dann bekommen sie irgendwie so ein ordentliches Gehalt, ein bisschen verbesserte Work-Life-Balance, nicht so viel Verantwortlichkeit, dürfen aber weiter in dieser Firma drin bleiben. Es gibt andere Kanzleien, die praktizieren ein strengeres Up or Out. Das bedeutet, entweder je länger ich in der Kanzlei bin, desto weiter muss ich nach oben kommen. Und wenn ich irgendwann eine Decke stoße und man möchte mich nicht zum Partner machen, dann muss ich ganz rausgehen. Da gibt es eine Vielzahl von Modellen. Was bemerkenswert ist, schon an dieser Stelle, wir werden nachher auch nochmal dorthin kommen, ich habe jetzt manchmal von einem Anwaltsunternehmen gesprochen, dieser Kanzlei. Das ist ein bisschen bemerkenswert deswegen, weil eigentlich vom gesetzlichen Idealbild her ein Anwalt einen freien Beruf ausübt und möglichst frei und unabhängig sein soll. Ich blende Ihnen an dieser Stelle mal eine für die Anwältinnen und Anwälte sehr, sehr wichtige Vorschrift ein, nämlich den Paragraph 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Schauen Sie mal. Der Rechtsanwalt und die Rechtsanwältin sind unabhängige Organe der Rechtspflege. Das mit dem Organ der Rechtspflege schauen wir uns nachher nochmal an. An dieser Stelle erstmal nur ein Blick auf dieses Wort unabhängig. Man möchte eigentlich, dass Anwältinnen und Anwälte einigermaßen frei sind in dem, was sie tun. Wenn Sie jetzt aber zurückschauen auf das, was ich Ihnen gerade aufgemalt habe, dann können Sie sich vorstellen, ein Associate, der da eingestellt wird im ersten oder zweiten Jahr, der muss wahrscheinlich buckeln. Es gibt böse Zungen, die sagen, das sind die Galeerensklaven, die unten arbeiten müssen. Sie werden fürstlich entlohnt, gar keine Frage. Aber mit der Unabhängigkeit, die eigentlich das Standesrecht der Rechtsanwälte in der Bundesrechtsanwaltsordnung vorsieht, ist es da nicht so allzu weit her, sondern die müssen vor allen Dingen Aufgaben erfüllen, die ihnen von oben gegeben werden. Und vor allen Dingen wollen sie ja noch was von den Partnern. Das heißt, die müssen
Ja, die müssen das tun, was die Partner von ihnen wollen, wenn sie denn in dieser Firma noch weiter nach oben kommen wollen. Also das ist schon ein bisschen ein Abgehen vom klassischen Anwaltsberuf. Dieser große Kanzleityp, den wir da heute wie selbstverständlich sehen und der sich an den Universitäten, manche bedauern, das auch tatsächlich so stark vermarktet, das ist ein Typ, den es jetzt vor 40 Jahren vielleicht so noch nicht gab und der vor so 30 Jahren mit doch deutlich größerer Macht begonnen hat, aus dem angloamerikanischen Raum hin sich auch hier bei uns breit zu machen. Das waren ursprünglich häufig noch deutsche größere Kanzleien, die sich dann mit den englischen oder amerikanischen fusioniert haben und häufig ist dann auch die Steuerungsgewalt dieser Kanzlei ins Ausland abgewandert und dann hat man mit Blick auf Gehälter, aber auch mit Blick auf Strukturen immer mehr auf einmal einen Anwaltstyp jetzt angloamerikanischen Ursprungs gehabt, der auch bei uns in solchen Einheiten tätig ist. Das ist der erste von mehreren Punkten, wo wir heute sehen werden, dieses sehr klassische Bild eines Anwalts, einer Anwältin, die da erstmal relativ unabhängig draußen operiert, vielleicht sogar in recht kleiner Einheit unterwegs ist, um den Menschen zu ihrem Recht zu helfen. Das ist in einem bestimmten, gerade dem größeren Segment des Marktes heute einfach nicht mehr so, wie die Realität ausschaut. Jetzt bin ich nicht umhin gekommen, indem ich darüber gesprochen habe, dann doch auch zu sprechen über Geld. Sie haben vielleicht herausgehört, dass ich eigentlich versuche, auch Ihnen als baldige Berufseinsteiger ein Bild zu vermitteln, dass es in der Anwaltschaft nicht nur um das Geld geht. Trotzdem erlebe ich eben durch diese auch Berufsvermittlung, die teilweise schon an den Universitäten wo die Türen dafür geöffnet werden, dass es sehr, sehr viel um das Geld geht. Und manche fragen sich ja, wie kann ich denn mein Auskommen später einmal verdienen? Wie sieht das aus, wenn ich alleine tätig bin? Wie sieht das in diesen großen Einheiten aus? Fangen wir erstmal an bei der Frage, wie das Gesetz das eigentlich im Ursprung sich ausgedacht hat. Sie erinnern sich an etwas, was ich Ihnen am Ende der letzten Einheit vorgestellt habe, nämlich einen Prozesskostenrechner. Und ich hatte Ihnen so ganz grob mal angedeutet, was die Grundzüge sind der gerichtlichen Vergütung oder auch der Kosten, die in einem Prozess entstehen können. Sie erinnern sich daran, dass ich Ihnen erzählt hatte von Gerichtskosten, die streitwertabhängig sind. Das bedeutet, ich frage mich, wie viel Geld steht hier eigentlich bei diesem konkreten Verfahren im Feuer? Abhängig davon berechnet das Gericht dann einen höheren oder eine etwas geringere Gebühr. Das bedeutet, wenn ich einen kleinen Streit habe mit einem Streitwert von 100 Euro, wo es um einen Anspruch vielleicht auf Geldzahlung in Höhe von 100 Euro geht, dann ist es zwar teuer im Verhältnis zum Streitwert, aber immer noch vergleichsweise günstig und stark subventioniert, quersubventioniert durch die Fälle mit dem höheren Streitwert, wo das Gericht auch mal sehr, sehr stattliche Gebühren in Rechnung stellt, obwohl eigentlich das Gericht und die Anwälte vielleicht gar nicht so viel gemacht haben. Also die kleinen quersubventionieren die größeren Fälle. Trotzdem ist es so, dass bei den größeren Fällen diese Rechtsverfolgungskosten weniger ins Gewicht fallen als bei den kleinen, wo das einfach schon mal prohibitiv hoch sein kann. Dieses System gilt eben nicht nur für die Gerichtskosten, sondern im Ausgangspunkt auch für die Anwaltsvergütung. Ich zeige Ihnen hier mal einen, es ist gar keine Vorschrift, sondern eine Anlage zum RVG, das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und da sehen Sie mal, wie solche Gebühren aussehen. Die bestimmen sich nach einer bestimmten Formel, die in diesem Gesetz drinsteht. Aber sie sind zur Vereinfachung in der Anlage auch nochmal aufgeführt. Das bedeutet, wenn wir einen Gegenstandswert haben bis 500 Euro, dann ist eine Gebühr 49 Euro, eine Anwaltsgebühr. Davon sprechen wir jetzt hier. Und wenn ich einen Streitwert habe von 500.000 Euro, dann ist eine Anwaltsgebühr 3.500 Euro. Jetzt ist es nicht so, dass für jeden Streit immer eine Gebühr anfällt, sondern dieses RVG, dieses Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das hat auch noch eine andere Anlage 1 und in dieser Anlage steht drin, je nachdem, was Anwälte und Anwälte an Rechtsverfolgungsleistungen so alles erbringen, fallen so und so viele Gebühren an. Also es gibt eine bestimmte Gebühr für die außergerichtliche Tätigkeit, es gibt eine bestimmte Anzahl von Gebühren für eine gerichtliche Tätigkeit, dass ich zum Beispiel eine Klage schreibe. Wenn ich dann in einem mündlichen Verhandlungstermin vor Gericht auch auftauche, dann bekomme ich nochmal einen bestimmten
Satz an Gebühren. Und diesen Satz, wenn da zum Beispiel rauskommt, 2,5 Gebühren sind geschuldet, muss ich dann mit dieser Gegenstandsgebühr, die Sie in der eingeblendeten Tabelle finden, multiplizieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 2,5 mal 49 hätte, dann könnten Sie das im Kopf rasch ausrechnen, dann hätten Sie 122,50 Euro, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Das wären dann die Anwaltsgebühren. Einer Seite, andere Seite kommt hinzu, Gerichtskosten kommen auch hinzu. Sie können unmittelbar daraus schon ableiten, dass größere Fälle für Anwälte, wenn sie nach diesem System abrechnen, natürlich lukrativer sind. Das heißt, Anwälte und Anwälte werden, wenn sie mehrere Mandate zur Auswahl haben, werden sie sicherlich eher interessiert sein an dem mit dem höheren Gegenstandswert und werden eher das mit dem kleineren Gegenstandswert ablehnen, weil sie wissen, dass wenn der Gegenstandswert hoch ist, dann können sie nach RVG, wie man sagt, nach diesen Tabellenwerten entsprechend mehr abrechnen. Das Bemerkenswerte daran ist, es handelt sich sowohl bei den Gerichtskosten, die wir in der letzten Woche betrachtet haben, als auch hier bei diesen RVG-Tabellenkosten um Pauschalen. Das heißt, ich schreibe dann nicht mehr die Stunde auf, wie lange ich am Klageschriftsatz gefeilt habe, sondern ich kann einfach für diese Tätigkeit eine Pauschale geltend machen. Was würde man als Rechtsökonomin dazu sagen? Wie sieht das mit Blick auf Anreize aus? Vielleicht suboptimal, denn wenn ich weiß, dass in dem Moment, wo ich den Griffel in die Hand nehme, dieser Gebührentatbestand schon erfüllt ist und die Pauschale schon greift, dann ist natürlich die Frage, ob ich mir noch die hinterletzte Mühe geben sollte beim Fertigschreiben und Ausdifferenzieren dieses Schriftsatzes. Oder wenn ich weiß, dass rein das Auftauchen vor Gericht schon zu einer Gebühr führt, dann reicht es ja zunächst mal da zu sein. Klar wird die Mandantin auch noch weiter erzählen, wie sie es fand. Trotzdem, diese Pauschalen im Gebührenrecht, die haben nicht nur ihr Gutes, sondern sie haben manchmal mit Blick auf Anreize, die sie setzen, auch durchaus kritische Seiten. Sie können im Extremfall dazu führen, dass eine Anwältin mal sehr, sehr wenig Arbeit hat und ein Riesenhonorar aufrufen kann. Das ist im Grundsatz so wie bei den Gerichtskosten auch gewollt, denn man geht davon aus, wie bei Gericht, dass auch Anwälte in ihrer Praxis kleine Fälle haben, die sich eigentlich nicht so lohnen, weil die Pauschalen so wenig Geld sind, und aber auch große Fälle haben, bei denen sie sehr, sehr viel verdienen. Aber sie ahnen, weil jede Anwältin und jeder Anwalt zu den großen Fällen tendiert, mit dieser Quersubventionierung funktioniert das deswegen nicht so ganz gut. Und es gibt manchmal aufsehenerregende Fälle, wo das auch tatsächlich in der Öffentlichkeit dann schwer vermittelbar ist, was Anwälte da machen. Einen dieser Fälle möchte ich Ihnen an dieser Stelle mal einblenden. Ich tue das gar nicht mit der OLG München-Entscheidung zu, der das am Ende des Tages geführt hat, sondern erstmal nur damit, dass ich Ihnen die Headline aus der Süddeutschen Zeitung einblende. Schauen Sie mal hier. Da hat tatsächlich ein Anwalt seinem Mandanten knapp 56.000 Euro in Rechnung gestellt. Wofür? Für die Prüfung eines 10-seitigen Arbeitsvertrages. Der hat sich 10 Seiten angeschaut, die als Arbeitsvertrag für diese Person auf dem Tisch lagen, und hat dafür 56.000 Euro aufgerufen. Wie ist es dazu gekommen? Nun, auch hier, es war kein Rechtsstreit erstmal vor Gericht, sondern war nur eine außergerichtliche Tätigkeit, diese Prüfung des Arbeitsvertrages. Da geht es nach dem Gegenstandswert. Und in solchen arbeitsrechtlichen Fällen, da schaut man häufig, ja, was ist das denn für jemand, wie viel verdient der? Wenn das ein armer Schlucker ist, dann setzen wir relativ wenig Geld an, dann ist auch die entsprechende Pauschalvergütung für die Anwältin etwas geringer. Aber wenn das jemand ist, der ordentlich Geld verdient, dann kann man da in diesem Fall das dreifache Jahresgehalt mal ansetzen, und das ist dann sehr, sehr hoch. Hier ging es um einen italienischen Manager, der jedes Jahr einen Betrag von 500.000 Euro verdiente und der, das wird süffisant berichtet, einen Maserati als Dienstwagen noch gestellt bekam. Und dann kam noch hinzu, dass der Anwalt irgendwo im Kleingedruckten seines Anwaltsvertrags eine Klausel hatte, wo drin stand, wir belassen es gar nicht bei diesen gesetzlichen Pauschalgebühren, sondern wir müssen ja beachten, du bist, wir sprechen hier, haben einen Vertrag in englischer Sprache, das ist erhöhte Schwierigkeit, und auch so nehmen wir einfach mal ein Mehrfaches von diesem Gebührensatz. Man kann also tatsächlich von dieser Pauschale abgehen, wenn man das mit dem Mandanten vertraglich vereinbaren möchte. Es ist nicht so ganz sicher, ob der
Mandant das verstanden hat, weil er der deutschen Sprache nur so bedingt mächtig war. Trotzdem, kurioserweise, das OLG München hat diese Entscheidung gehalten. Also hat gesagt, ja, im Grundsatz jedenfalls, dieses Honorar geht in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, man kann da darf sagen, schwer vermittelbar. Zeigt aber vor allen Dingen, ist vor allen Dingen dann schwer vermittelbar, wenn mehr oder minder gleichzeitig klar ist, dass dieser Anwalt, der da von einem Mandanten so viel Geld einstreicht, wahrscheinlich die eher vermögensschwachen Mandanten mit den kleineren Arbeitsverträgen gleichzeitig nicht, jedenfalls in so großer Zahl, betreuen wird. Also dass dieses Quersubventionierungssystem, das bei der Justiz funktioniert, weil die Justiz ja alle kleine und große Fälle nehmen muss, dass das bei der Anwaltschaft wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Jetzt habe ich schon gesagt, man kann, wenn man denn möchte und wenn man das mit der Mandantschaft vereinbart, kann man durchaus von diesem gesetzlichen Pauschalsystem abgehen. Das Gericht macht das nicht. Das bleibt immer bei seinem Gerichtskostenpauschalsystem aus dem Gerichtskostengesetz. Anwälte können sagen, ich weiß gar nicht, wohin das führt. Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Und vielleicht aber auch aus Sicht des Mandanten, der möchte nicht, dass so eine schiefe Rechnung dabei herauskommt, sondern er sagt, liebe Anwältin, das, was du arbeitest, das soll auch vergütet werden. Und dabei belassen wir es dann aber auch. Und in diesen Fällen, die gar nicht so selten sind, können dann Anwältinnen und Anwälte hingehen und Zeithonorare, insbesondere Stundenhonorare, vereinbaren. Stundenhonorare, die eine Größenordnung haben, wenn man mal so in den Markt reinschaut, von in der Regel 200 bis 400 Euro. Es gibt auch diejenigen, die sagen, ich tue es für 100. Es gibt auch die Großkanzlei Silberrückenpartner, die mal 800 oder 900 Euro pro Stunde aufrufen. Sehr, sehr viel Geld. Wie das zustande kommt, schauen wir uns später an. An der Stelle möchte ich Sie noch mit einem Begriff vertraut machen, der gerade in diesen größeren Einheiten dann immer eine Rolle spielt, nämlich die sogenannten Billable Hours. Man weiß dort, wenn ich mit dem Mandanten ein Stundenhonorar vereinbart habe, dann gibt es manchmal auch Stunden, die ich nicht abrechnen kann, weil ich irgendwie mich verheddert habe, nicht wirklich produktiv an diesem Mandat gearbeitet habe. Wenn das so ist, dann ist es eine Non-Billable Hour. Und jede Stunde, die ich aber dem Mandanten guten Gewissen sagen kann, habe ich für dich gearbeitet, ist eine billable hour. Und das Bemühen auf allen Leveln einer gerade größeren Anwaltseinheit, aber natürlich tatsächlich auch bei den kleineren Einheiten bis hin zum Einzelanwalt, der auch häufig Stundenhonorare vereinbart, ist immer möglichst viele billable hours im Jahr zu schaffen. Wenn ich einen Arbeitstag von 8 oder 10 Stunden habe, kriege ich nicht jede Stunde als billable hin. Man sagt, so übers Jahr hinaus 1000 bis 2000 Stunden sind eigentlich schon relativ viel. Also könnten Sie jetzt überlegen, wie viele Arbeitstage Sie im Jahr haben, vielleicht gut 200. Wenn ich dann bei 2000 billable hours bin, dann habe ich entweder eine Woche von 80 Stunden gehabt und jede zweite Stunde abgerechnet, oder ich habe eine 40-Stunden-Woche gehabt und dann habe ich aber auch jede Stunde abgerechnet. Also da stoßen Sie dann irgendwo an eine Decke. Und nur um es nochmal klar zu sagen, diese billable hours sind nicht nur für die Partner einer solchen Kanzlei relevant, die das ja unmittelbar in Rechnung stellen, sondern die Partner, also diejenigen, die in der Pyramide oben stehen, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass diejenigen, die hinter ihnen stehen, die Associates, die für sie arbeiten, dass die möglichst viele billable hours in Rechnung stellen. Wenn ein Associate sehr, sehr viele billable hours ansammelt, dann geht das nämlich erstmal nicht in seine eigene Tasche, sondern in die Tasche des entsprechenden Partners. Denn der Associate verdient ja ein Festgehalt. Und jetzt habe ich eben gesagt, ich erkläre Ihnen noch, warum das Festgehalt überhaupt so hoch sein kann. Wie kann ein Einstiegsgehalt für jemanden, der von der Praxis nie was gesehen hat, bei 180.000 Euro im Jahr liegen? Das ist doch irgendwie aberwitzig viel. Naja, wenn man sich jetzt überlegt, dass so jemand auch nur 1.000 Billable Hours ansetzt und dass sich für jede dieser Billable Hours 300 oder 350 oder 400 Euro aufrufe, dann habe ich von diesem Associate einen Umsatz von vielleicht auch 400.000 Euro. Und da wird auf einmal klar, dass unser Associate zwar viel verdient, aber noch viel mehr Geld hereinspielt.
Das heißt, da haben wir auch wirtschaftliche Mechanismen innerhalb einer gerade größeren Kanzlei, die dort eine Rolle spielen. Das Ganze lässt sich auch übertragen auf kleinere Einheiten. Es ist auch in einer mittelständischen Kanzlei durchaus so, dass Partner gutes Geld verdienen können, je mehr Associates unter ihnen arbeiten. Und auch da bekommen die Associates ein deutlich zurückgefahrenes Einstiegsgehalt, also bei einer mittleren Kanzlei mögen es vielleicht so 50.000 bis 70.000 Euro sein, die ein Associate verdient. Und trotzdem kann es sein, dass an den Mandanten für 250, 300 Euro pro Stunde verkauft wird und dass dann ein entsprechendes Delta entsteht, das nicht der Associate selbst mitnimmt, sondern dass der Partner oder die Partnerin mitnimmt und sich in die eigene Tasche steckt. Das führt dazu, dass wir dann am Ende einen Millionengewinn haben pro Partner, jedenfalls bei einer gut strukturierten Kanzlei. Wenn ich jetzt Millionen Gewinn sage, muss ich gleichwohl noch ein Aber dazu setzen. Man muss an der Stelle doch noch unterscheiden zwischen Umsatz und Gewinn. Ich habe, wenn ich jetzt gerade eben dargestellt habe, wie viel man von den Mandanten reinbekommt, vor allen Dingen über den Umsatz gesprochen. Das bedeutet das Geld, was in die Kasse der entsprechenden Kanzlei hineinfließt. Davon geht natürlich auch noch was ab. Für die Partner geht insbesondere etwas ab, was sie ihren Angestellten zahlen müssen. Und das sind natürlich nicht nur angestellte Anwälte, sondern es sind auch Office-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Manchmal auch Praktikanten, manchmal auch wissenschaftliche Mitarbeiter, wie sie da auch heißen. Also eigentlich sind es keine wissenschaftlichen Mitarbeiter, sondern, Referendarinnen und Referendare, die dort tätig sind. Die alle bilden einen Kostenblock, der natürlich aus dem Umsatz auch gezahlt werden muss und der natürlich den Gewinn entsprechend herunterdrückt. Trotzdem ist es so, dass für die Partner größerer Einheiten da mal locker 1 Million im Jahr übrig bleibt. Und wenn man dann nochmal andersrum aus der Warte der Mandanten fragt, warum sind die eigentlich bereit, so hohe Sätze zu zahlen? Dann lassen sich dafür auch wiederum zwei Antworten finden. Zum einen wissen sie, dass ein Stundenhonorar von 300 Euro, das ich jemandem in die Hand drücke, für den nicht ein verdientes Honorar pro Stunde ist, sondern die wissen auch, es gibt die non-billable hours, es gibt also diejenigen Stunden, die ich nicht abrechnen kann, weil ich zum Beispiel auf einer Konferenz bin und mich fortbilde den ganzen Tag, habe ich wieder 10 oder 8 Stunden, die ich nicht irgendjemandem in Rechnung stellen kann und die ich trotzdem verbrauche als Anwalt. Oder ich habe die Zeit, wo ich mal einen sehr grundlegenden Beitrag in einer Fachzeitschrift lese und das kann ich nicht irgendwie auf ein Mandat buchen. Das wissen die Mandanten auch. Das führt dazu, dass selbst wenn ich einen Stundensatz von 300 Euro habe, dass ich nicht jede Stunde 300 Euro verdiene. Hinzu kommen eben die ganzen Kosten für das Office, Mietkosten, aber auch Kosten für alle Angestellten, sei es anwaltliche oder nicht anwaltliche Mitarbeiter, die kommen auch alle, gehen von dem Umsatz runter und schmälern auf hohem Niveau, wohlgemerkt natürlich, den Gewinn. Und schließlich gibt es noch einen anderen Mechanismus, der gerade bei großen Kanzleien eine Rolle spielt. Es sind manchmal auch Pfadabhängigkeiten, die da eine Rolle spielen. Es ist manchmal auch so, dass Anwälte und Anwälte ein bestimmtes Honorar ansetzen können, einfach weil es alle so machen. Es gibt sehr, sehr beschränkten Wettbewerb. Es gibt einigen Wettbewerb, aber der Markt fließt nicht ganz frei in die eine oder andere Richtung. Vergleichen Sie das mal mit Tankstellen. Da spricht man natürlich auch immer über kartellrechtsproblematische Absprachen, aber auch bei Tankstellen werden Sie nicht jedes Mal, bevor Sie Ihr Auto tanken, bei allen Tankstellen in Ihrem Ort vorbeifahren und schauen, wo ist es jetzt 1 Cent billiger. Und das führt dazu, dass wenn ich mich so einigermaßen in der Range meiner Mitbewerber halte, dann kann ich schon auch irgendeinen Preis aufrufen. Und wenn das alle so gehen, dann wird der Preismechanismus ein bisschen träge. Das bedeutet, wenn einmal hohe Preise aufgerufen werden für einen bestimmten Typ der Rechtsberatung, dann ist es eine gewisse Tendenz, dass es erstmal so bleibt. Und zugleich ist es so, dass große Unternehmen dann tatsächlich auch das Geld haben, um Anwälte und Anwälte für das, was sie tun, zu bezahlen. Häufig geht es da gar nicht um streitige Verfahren vor Gericht, dass ein Unternehmen von irgendjemandem verklagt wird, sondern was Anwälte und Anwälte häufig machen, sie Verträge prüfen oder wirtschaftliche Entscheidungen juristisch abbilden. Das bedeutet, man in Anführungszeichen benutzt die Anwaltschaft auch manchmal als eine Rechtfertigung und Absicherung. Wenn ich Vorstand eines DAX-Unternehmens bin, dann muss ich auf der nächsten Hauptversammlung vielleicht
oder beim nächsten Kontakt oder Berichterstattung an den Aufsichtsrat muss ich die Entscheidung, die ich getroffen habe, irgendwie rechtfertigen. Und ob ich das rechtfertigen kann, ist am Ende des Tages eine juristische Frage. Und deswegen gehen diese Vorstände zu den Juristinnen und Juristen in den großen Anwaltskanzleien hin und sagen ihnen, schau mal her, passt das so? Oder entwickle mir eine juristische Konstruktion, wie das passen kann. Und wenn du das tust, dann ist für mich als Unternehmen so viel Geld irgendwie mit im Spiel, weil das unternehmerisch so wichtig ist, diese Entscheidung, da kann ich einen kleinen Krumen oder auch zwei durchaus mal bei der Kanzlei lassen. Das sind die Mechanismen, die tatsächlich dazu führen, dass so, so viel Geld im Anwaltsmarkt ist. Wir sehen kurioserweise in den letzten Jahren einen doch merklichen Rückgang bei den Neuzulassungszahlen für die Anwaltschaft. Und das ist für diejenigen von Ihnen, die in die Anwaltschaft wollen, ein starkes Argument dazu, dass dort auch in Zukunft man Geld verdienen kann und dass dort auch in Zukunft eine große Nachfrage an juristischen Dienstleistungen ist. Interessanterweise gibt es nun einen Rechtsbereich, der den Rahmen für diese anwaltlichen Tätigkeiten regelt und der mit dieser sehr stark geldgetriebenen Denke, die ich hier gar nicht unkritisch darstellen möchte, von denen ich Ihnen erstmal nur berichten möchte, der mit dieser Denke gar nicht so viel anzufangen weiß. Eine Vorschrift, die man dazu sehr gut im Blick haben kann, haben wir eben schon besichtigt. Wir werden sie ja jetzt aber mal mit anderer Betonung lesen. Schauen Sie nochmal gemeinsam mit mir auf den Paragraphen 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung. Wir hatten eben gelesen, der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Und wir hatten gesagt, naja, ob das mit der Unabhängigkeit gerade in den großen Sozietäten so ist. Sei mal dahingestellt. Jetzt lesen wir den mal anders betont. Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Man spricht auch von der Organformel. Es wird viel kritisiert, dass das da überhaupt im Gesetz drinsteht. Man hat das teilweise im anwaltlichen Berufsrecht mal versucht zurückzufinden, zu verfolgen, wer überhaupt zuerst auf den Trichter gekommen ist, da sowas reinzuschreiben. Ich möchte Ihnen an der Stelle erstmal berichten, was damit gemeint ist. Der Gesetzgeber des anwaltlichen Berufsrechts sagt, liebe Leute, teilweise mit Blick auf Stundenhonorare, aber selbst mit Blick auf euer Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ihr könnt echt eine Stange Geld verdienen. Und ihr seid dabei nicht ganz alleine, aber ihr habt keinen starken Wettbewerb zu befürchten. Denn die Hürden, um da mitmischen zu können, die sind ja super hoch. Man muss ja eben Volljurist sein, mit zwei juristischen Staatsexamen erfolgreich bestanden, um überhaupt Anwalt werden zu können. Das bedeutet, wir sehen jetzt nicht nur eher zufällig, dass in den letzten Jahren die Zulassungszahlen zurückgegangen sind, sondern es ist einfach mal so, dass nicht jede BWLerin da draußen, die da rumläuft, hier in diesem Konzert mitmischen kann. Wenn das aber so ist, dass ihr hier ein relativ ruhiges Leben mit sehr, sehr ordentlicher Vergütung führt, ich überspitze das bewusst etwas, dann muss ich euch als Gesetzgeber doch auch einiges abverlangen. Und was ich euch insbesondere abverlange, ist, dass ihr eben ein Organ der Rechtspflege seid. Ihr sollt bitte mithelfen, diese Idee, die der Gesetzgeber mit der Gesetzgebung verfolgt, zur Wirklichkeit werden zu lassen. Wir haben gesagt, zwischen Recht haben und Recht bekommen ist ein riesiger Unterschied manchmal. Ihr Anwältinnen und Anwälte sollt bitte mithelfen, dass die Leute auch in den Genuss ihrer demokratisch verabschiedeten Rechte kommen. Man sagt heute, naja, das ist etwas aus der Zeit gefallen. Heute begreift man den Anwaltsberuf eigentlich eher als einen Dienstleisterberuf. Ich bin Dienstleister für meine Mandantin und ich werde am Ende des Tages nicht einfach das Recht pflegen, sondern ich werde einfach fragen, was sie von mir möchte, wie ich sie gut beraten kann. Das hat auch seinen wahren Kern, aber der Gesetzgeber hat doch eine gewisse Vorkehrungen auch getroffen, indem er sagt, liebe Leute, schaut bitte nicht immer so auf das Geld, sondern schaut auch, was Recht und Gesetz ist. Wie kann das zum Beispiel seinen Ausdruck finden?
Eben haben wir schon gesagt, es gibt Mandate, die nach RVG, also nach diesen Tabellensätzen, wirtschaftlich unattraktiv sind. Wenn da irgendein, ich überspitze etwas, Kleingärtner ankommt und meint, er hat gegen seinen Kleingartennachbar einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 20 Euro, weil der irgendwie, keine Ahnung, einen Ast zu viel von seinem Apfelbaum abgeschnitten hat, dann wird die Anwältin da draußen, die gemeine Anwältin, also die meisten von Ihnen, die werden in der Regel versucht sein zu sagen, sorry, dieser Fall interessiert mich nicht. Ja? Aus einem Fall mit einem Streitwert von 20 Euro kriege ich selbst nach dem RVG, das pauschaliert und die kleineren Fälle noch einigermaßen mit einem entsprechenden Gebührensatz versieht, das ist für mich nicht darstellbar. Das ist für mich viel zu aufwendig. Du bist als Kleingärtner sowieso wahrscheinlich ein problematischer Mandant, was wahrscheinlich nicht richtig ist, aber in seiner Pauschalität, aber trotzdem, den Fall will ich nicht. Der Gesetzgeber der Bundesrechtsanwaltsordnung stellt sich aber vor, dass Anwälte, weil sie eben das Recht pflegen sollen, weil sie mitwirken sollen als Organ an der Rechtspflege, dass sie auch diese wirtschaftlich unattraktiven Fälle annehmen, denn sie werden ja quersubventioniert durch die größeren, wie zum Beispiel das eben dargestellte arbeitsvertragliche Mandat mit 56.000 Euro Verdienst. Das ist gemeint mit Rechtspflege soll ich betreiben als Anwalt. Ich soll nicht nur immer auf meinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil schielen, sondern wenn das in einen Widerstreit gerät dazu, ob ich hier Recht durchsetzen kann, dann soll ich lieber das Recht durchsetzen, selbst wenn ich selbst davon nicht so viel habe. Was glauben Sie, wird diese Vorstellung des Gesetzgebers in der Praxis der Anwaltschaft auch gelebt? Ich glaube, es gehört nicht so viel Fantasie davor, sich vorzustellen, naja, dass die Anwälte schon gegenüber den Kleingärtnern dieser Welt ihre Ausreden finden. Also, dass sie sagen, ja, ein interessanter Fall, also ich würde es an sich auch gerne machen, aber ich habe momentan so einen Bearbeitungsstau, ich habe echt viel zu tun, ich kann im Moment keine weiteren Mandanten aufnehmen. Oder dass ich sage, ja, spannender Fall, aber aufs Nachbarrecht bin ich echt nicht spezialisiert. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Ich mache ganz andere Dinge. Deswegen gehen Sie doch zu Frau Kollegin XY. Die wird Ihnen hier helfen. Also man sieht schon diese sehr konservative Vorstellung, Organ der Rechtspflege, naja, in der Umsetzung sehr, sehr schwer. Ich zeige Ihnen noch eine andere Vorschrift aus der Bundesrechtsanwaltsordnung. Schauen Sie mal hier in den 49b herein, eine Vorschrift, die sich mit der Vergütung beschäftigt. Und dann schauen wir in den Absatz 3 hinein und dort in den Satz 1, den ich versuche zu selektieren. Irgendwie mag es mir nicht gelingen. Aber Sie lesen dort mit mir in diesem Absatz 3. Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, ist unzulässig. Was heißt das übersetzt? Als Anwalt darf ich nicht jemanden anders für die Akquise eines Mandats bezahlen. Ich darf also nicht sagen, ich bin Jurist, bin in der Anwendung der Gesetze geschult, aber mit Marketing, mit SEO, Suchmaschinen, Dings da, kenne ich mich nicht aus. Deswegen lasse ich jemanden anders das für mich machen und dem gebe ich einfach 20% Provision von dem, was ich an Umsatz mit diesem Mandat mache. Das darf ich nicht. Warum darf ich das nicht nach der Bundesrechtsanwaltsordnung? Weil die Bundesrechtsanwaltsordnung befürchtet, dass ich als Anwalt dann nicht mehr unabhängig bin, dass ich letztlich dann am Tropf hänge von denjenigen Marketingleuten, die mir die Fälle zuführen, dass die dann mitverdienen. Und das ist würde gewissermaßen dieses faktische Anwaltsmonopol mit den hohen Zugangsschranken ein Stück weit aushebeln. Also Vermittlungsprovisionen dürfen keine Rolle spielen, weil der Anwalt sonst weniger unabhängig wäre und weil sonst diese kommerzielle Denke, die eigentlich aus dem gesamten Anwaltsberuf ferngehalten werden soll, weil die sonst über diesen Umweg der Vermittlungsprovisionen dann doch wieder ins anwaltliche Mandat hineinkäme. Was glauben Sie? Was denken Sie, wie weit sind die Anwältinnen und Anwälte da draußen bereit, dieser Regel zu folgen? Es wird nirgends klar gesagt, aber wer sich im Markt umhört, erfährt, naja, das steht halt so im Gesetz drin, aber die Praxis ist eine andere. Zur Not erfindet man eine Umgehung. Im Gesetz steht, ich darf keinen Teil meines Umsatzes abgeben, also sage ich halt einfach, ich gebe einen statischen Betrag ab, aber der statische Betrag, der wird jedes Jahr nochmal neu berechnet und angepasst, je nachdem, wie viel
Mandate dort akquiriert wurden. Und ansonsten, wer fragt schon danach? Wer müsste danach fragen? Wer ist dazu berufen, auch diese Vorstellung von dem rechtstreuen und nicht kommerziell ausgerichteten Anwalt tatsächlich mit Leben zu erfüllen? Vor allen Dingen gibt es hierfür eine Institution, nämlich die Rechtsanwaltskammern. Rechtsanwälte sind zwangsweise organisiert in sogenannten Rechtsanwaltskammern. Pro OLG-Bezirk gibt es in der Regel eine Rechtsanwaltskammer. Dort sind alle zusammengeschlossen. Diese Kammern, die prüfen berufsrechtliche Fragen, die haben ihr Mitteilungsblättchen, die haben einen Vorstand, der bestimmte administrative Sachen der Anwaltschaft erledigt. Das ist etwas, was man auch als Ausfluss der Unabhängigkeit der Anwälte begreift, dass sie sich nämlich mit diesen Kammern selbst verwalten dürfen. Und wenn denn jetzt ein Anwalt Grund zur Beschwerde gibt, dass er vielleicht das Berufsrecht nicht befolgt habe, dann sind die Kammern diejenigen, die das verfolgen müssten. Nur, eine Krähe hackt natürlich der anderen kein Auge aus. Das machen die Kammern mit sehr, sehr geringer Werbe, mit sehr, sehr wenig Energie. Sie sind da sehr zurückhaltend und dann darf man sich tatsächlich auch nicht wundern, dass diese eigentlich sehr strikte Vorstellung, die in der Bundesrechtsanwaltsordnung drinsteht, wie Anwälte sich mit einem hohen rechtsorientierten Ethos verhalten sollten, dass die tatsächlich mit der Praxis nicht so viel zu tun haben. Das wiederum ist einer der Treiber dafür, weswegen das, was ich eben als Anwaltsmonopol beschrieben habe, ist ein bisschen schief, weil ja nicht ein Anwalt in der Mitte von Deutschland sitzt und alles monopolisiert, sondern es sind einfach nur die Anwälte gegenüber anderen interessierten Berufen oder Ausbildungsformen privilegiert, da sie die einzigen sind, die Rechtsberatungen erbringen dürfen, dass das im Moment ein bisschen bröckelt. Wenn nämlich die entsprechenden Regeln, mit denen die Anwälte privilegiert werden und die Pflichten, denen sie dann auch zu gehorchen haben, wenn die nicht verteidigt werden, dann wird das der Markt schon merken und dann sieht man auf einmal in klassischen anwältlichen Tätigkeiten neue Arten von Dienstleistern, die da mitmischen. Und genau das ist eine wahnsinnig interessante Entwicklung, die gerade im Moment und in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch für die nächsten Jahre stattfindet und die den Anwaltsberuf ganz, ganz grundlegend verändert. Und da möchte ich jetzt nochmal gegen Ende dieses Vorlegungstermins einen gewissen Schwerpunkt setzen, denn manche von Ihnen haben sich vielleicht oder stehen kurz davor, dafür sich zu entscheiden, Jura zu studieren, weil sie gesehen haben, wie der Anwaltsberuf in der Vergangenheit aussah. Vielleicht wäre nicht ungewöhnlich, dass ihre Väter oder Mütter auch an der einen oder anderen Stelle den Anwaltsberuf ergriffen haben und in einer bestimmten Weise praktizieren. Und im Moment muss man sagen, dieser klassische Anwaltsberuf, der ist eben von einigen Seiten in die Zange genommen und unter Feuer. Und der wird morgen, wenn Sie mit Ihrem Studium fertig sind, nicht mehr so aussehen wie heute. Auch das möchte ich Ihnen an der Stelle noch einmal bildlich darstellen, indem ich Sie auf mein Tablet mitnehme. Wir haben also in der Mitte den klassischen Anwaltsberuf. Und jetzt gibt es, wenn man es mal etwas plastisch sagen möchte, Bedrohungen, die negativ gesprochen diesen Anwaltsberuf in die Enge treiben, positiv gesprochen, diesen Anwaltsberuf verändern und ein Stück weit auch modernisieren. Der erste Einfluss, der da eine Rolle spielt, ist einer, der vor allen Dingen im Endkundenbereich, also nicht so sehr bei der Beratung von Unternehmerinnen eine Rolle spielt, sondern eher dabei, wie kommen eigentlich Privatleute zu ihrem Recht. Und das ist sehr, sehr simpel. Das Internet. Das wirkt allein durch die Informationen, die das Internet hat ja die Informationsgesellschaft, wie man sagt, hervorgebracht. Durch diese breite Verfügbarkeit von Informationen führt sie schon dazu, dass der Anwaltsberuf irgendwie ein bisschen in eine bestimmte Richtung getrieben wird. Warum ist das so? Anwältinnen und Anwälte sind ja klassisch Berater und damit auch Informationsgeber. Da hat jemand einen Konflikt und sagt, ich kann den womöglich nicht anders auflösen, als mein gutes Recht durchzusetzen. Jetzt muss ich aber erstmal wissen, was mein gutes Recht ist. Und da kann ich viele schlaue Bücher lesen. Am Ende kommt es auf meinen Einzelfall an. Und um hierfür das Recht zu erkennen, muss ich tatsächlich erst einmal
mich beraten lassen und von einem Profi Informationen einholen, wie die Rechtslage denn hier ganz konkret ausschaut. Früher war das so. Es gab kein Internet. Deswegen ging es nicht anders. Ich schaue mal in den gelben Seiten. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Also so eine Art Branchentelefonbuch. Welche Anwältinnen und Anwälte gibt es vielleicht? Welche Spezialisierung haben die? Und dann gehe ich da mal, mache einen Termin für eine Erstberatung aus. Heute ist es natürlich so, dass jeder von uns zuallererst googelt. Und da bekomme ich selbst schon bestimmte Informationen. Das bedeutet, der erste Kontakt zur Ressource Recht wird, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr nennenswert vereinfacht. Zugleich ist das dann aber auch meine erste Anlaufstelle. Das bedeutet, während Mandate früher, jedenfalls in diesem Privatkundenbereich, akquiriert wurden, teilweise durch Empfehlungen, ansonsten noch das goldene Kanzleischild, werden sie heutzutage insbesondere über das Internet, durch Empfehlungen oder weil auf Google Maps irgendwie steht, 4,5 von 5 Sternen, werden sie auf diesem Wege akquirieren. Und das bedeutet natürlich, dass Dienstleister, die in diesem Internetbereich, in diesem Akquisebereich unterwegs sind, Stichwort Suchmaschinenoptimierung etwa, dass die dort unterwegs sind, dass die auf einmal den ersten Zugriff haben auf diese Mandate. Jetzt haben wir eben schon den 49b Absatz 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung gesehen, der da sagt, liebe Anwälte und Anwälte, die Mandate neuen Typs mögen über das Internet zustande kommen, aber wenn da Dienstleister dazwischen sind, ihr dürft denen keine Provision geben dafür, dass sie euch die Mandate ranschaffen. Gleichzeitig haben wir gesehen, es wird nicht kontrolliert und damit wird es auch gemacht. Das bedeutet, diese Dienstleister, die kommen inzwischen faktisch rein in dieses klassische Anwaltsgeschäft. Sie nehmen sich einen Teil vom Kuchen mit. Teilweise wurde das sogar vom Gesetzgeber anerkannt. Es gab früher eine Regel, die gesagt hat, nur Anwälte dürfen miteinander eine Kanzlei aufmachen, dürfen Partner sein, vielleicht noch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dazu. Inzwischen hat man gesagt, alle freien Berufe dürfen mit Anwältinnen und Anwälten in einer Kanzlei wirtschaftlich zusammenarbeiten. Dann ist nicht so ganz klar, was ein freier Beruf ist, aber man könnte schon auch sagen, dass Leute mit IT-Kenntnis auch so eine Art höhere geistigen Beruf ausüben. Und wenn man das so versteht, könnte man die tatsächlich inzwischen auch zum Mitinhaber einer Kanzlei machen. Damit hat gewissermaßen der Gesetzgeber ein Stück weit schon anerkannt, was sich vorher ohnehin schon draußen abgespielt hatte, nämlich, dass eben diese Nicht-Juristen, Nicht-Anwälte und Anwälte ein Stück vom Rechtsberatungskuchen mitnehmen, weil sie eben sagen, ich helfe dir bei der Akquise, ich mache etwa Suchmaschinenoptimierung und wenn ich das mache, möchte ich aber auch gerne mitverdienen und nicht nur ein bisschen Angestelltenbrot davon haben. Es versteht sich von selbst, dass das, was über das Internet passiert an der Stelle, natürlich global betrachtet auch eine neue Effizienzstufe einfach bei der Beratung ist. Während nämlich früher in 1000 deutschen Städten jeden Tag ähnliche Probleme auftauchten, zum Beispiel Hilfe, meine Vermieterin will die Miete raufsetzen, kann ich mich dagegen wehren? Da haben 1000 Anwälte gleichzeitig ihr BGB oder ihren BGB-Kommentar aufgeschlagen und geblättert und 3 Stunden Recherchezeit investiert, um zu schauen, geht das denn überhaupt? Ist es heute so, dass solche Informationen schon direkt für die Mandantschaft im Internet verfügbar sind? Damit müssen nicht mehr 1000 Anwälte gleichzeitig blättern, sondern es hat vorneweg jemand geblättert, diese Informationen ins Internet gestellt, vielleicht auch 10 Leute, aber nicht 1000. Und damit muss insgesamt für den gleichen Nutzen weniger gearbeitet werden. Da sprechen die Ökonomen von einem Effizienzgewinn. Was hinzukommt, ist, dass wir heute, weil das Ganze über das Internet stattfindet, natürlich auch größere Einheiten selbst in diesem Privatkundenbereich sehen. Dass der Typ Großkanzlei, den ich Ihnen eben vorgestellt habe, den wir jetzt schon seit 20, 30 Jahren im Markt sehen, das ist ein Typ Kanzlei, der sich eigentlich nur an Unternehmen richtet. Was wir aber heute sehen, dass wir sehr, sehr große Anbieter haben, teilweise als Kanzlei strukturiert, die tatsächlich bundesweit, zum Beispiel im Mietrecht, Stichwort Durchsetzung der Mietpreisbremse, bundesweit ein Angebot formulieren. Das bedeutet, wir haben auch eine gewisse nochmal Monopolbildung innerhalb der Rechtsdienstleistungsbranche. Es machen auf einmal eben nicht mehr 1000 Leute gleichzeitig, sondern nur noch 1, 2 oder 3 zentrale bundesdeutsche Anbieter.
Da geht es dann eben nicht nur darum, dass nur wenige blättern müssen, um den Leuten Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch um die weitere Betreuung des Falles. Die wird tatsächlich auch zentralisiert. Das führt zu neuen Problemen, keine Frage. Denn wenn da so ein Rechtsdienstleistungsmonopol mit nur einem einzigen Dienstleister entsteht, dann ist der immer in Versuchung dazu, wie man im Kartellrecht sagt, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen und die Preise übermäßig nach oben zu treiben. Aber das sind neue Probleme und den klassischen Anwaltsberuf, da der so seine Schäfchen klein nacheinander beraten hat, der steht an der Stelle ein bisschen unter Druck. Nun habe ich gesagt, das sind teilweise große Kanzleien, teilweise aber auch andere Anbieter, die da auf den Markt treten. Wie kann das sein, dass überhaupt jemand, der kein Volljurist ist, sondern ein sonstiges Unternehmen auf einmal auf dem Markt der Rechtsdienstleistungen mitmischt? Das ist eine zweite, wenn Sie so wollen, Gefahr für den Anwaltsberuf, nämlich das inzwischen liberalisierte Verständnis des RDG. Das RDG ist das Rechtsdienstleistungsgesetz. Und das ist eigentlich ein Gesetz, das im Wesentlichen auch dazu da ist, die Alleinstellung der Anwälte gegenüber sonstigen, nicht volljuristisch ausgebildeten Dienstleistern sicherzustellen. Also eigentlich soll das Anwaltsmonopol ein Stück weit zementieren. Um Ihnen das ein bisschen zu zeigen, nehme ich Sie mal mit. Jetzt müssen wir aus der BRAO herausgehen und in das RDG hineingehen. Schauen Sie mal hier. Eigentlich müsste ich zunächst einmal in den Paragraphen 3 RDG reingehen. Da sehen Sie, ein Gesetz, das zielt auf den außergerichtlichen Bereich, aber der ist ja gerade sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, ein Mandat zustande zu bringen. Da steht drin, die selbstständige Erbringung von außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen ist nur, ich verkürze etwas, im Ausnahmefall zuständig, nämlich nur dann, wenn sie durch dieses oder andere Gesetze ausdrücklich erlaubt wird. Ansonsten ist sie verboten. Jetzt können Sie sich vorstellen, in der Bundesrechtsanwaltungsordnung steht drin, Anwälte dürfen das, Rechtsdienstleistungen erbringen, aber sonst gibt es das tatsächlich nur im Ausnahmefall. Ein Ausnahmefall wird geregelt in Paragraphen 2, der nämlich etwas sagt des RDG dazu, was eine Rechtsdienstleistung ist. Schauen wir mal direkt in den Absatz 2, also dieser zweite Abschnitt, der mit der 2 in Klammern vorher eingeleitet wird. Dort steht drin, Rechtsdienstleistung ist, die Einziehung fremder oder zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener Forderungen. Ich überspringe einige Wörter und dann steht dahinter Inkassodienstleistung. Eine Inkassodienstleistung zählt also auch zu diesem Bereich, wo wir aufpassen müssen, wo an sich erstmal nur Anwälte hin dürfen. Gleichzeitig sehen wir hinten eine Vorschrift, den 10, der so ein Gesetz ist, das eine Ausnahme von Anwaltsmonopol macht. Nämlich, es gibt bestimmte, sehen Sie an diesem von mir markierten Klammerzusatz, registrierte Personen, sagt das Rechtsdienstleistungsgesetz, die dürfen unter anderem Inkassodienstleistungen erbringen. Ziemlich technisch formuliert, ich blende Ihnen das schnell wieder aus, damit ich Sie mit dem RDG nicht verschrecke. Was ich Ihnen damit sagen möchte, ist, falls Sie es so schnell nicht überblickt haben, an sich Anwaltsmonopol, an sich dürfen nur Anwälte rechts beraten. Eine wesentliche Ausnahme sind Inkassodienstleistungen. Jetzt können Sie, auch wenn Sie noch nicht 7 Semester Jura studiert haben, wahrscheinlich mit dem Begriff Inkasso schon so irgendwie etwas assoziieren. Vielleicht ist Ihnen das selbst schon mal passiert, indem Sie vielleicht eine Arztrechnung versehentlich nicht bezahlt haben und dann ging das an ein Inkassobüro und die haben nochmal einen eigenen Briefkopf und sagen, jetzt zahle aber schnell, bevor wir nachher irgendwie vor Gericht gehen und dann haben sie auch gezahlt. Inkasso heißt also Forderungen beitreiben, wo Leute vergessen haben zu zahlen oder vielleicht manchmal auch nicht mehr zahlen konnten. Das ist also ein relativ standardisiertes Geschäft. Hier macht der Gesetzgeber des RDG eine Ausnahme und sagt, das wollen wir nicht den Anwälten vorbehalten. Diese reine Abwicklung von Geldforderungen, das können auch Leute, die eine bestimmte Sachkunde nachgewiesen haben, aber dazu braucht es keine 2 juristischen Staatsexamen. Mit dieser Vorstellung hat das eine ganze Zeit lang eigentlich unproblematisch funktioniert.
Es gab diese Standardrechnungseintreiber, die haben sich auf diese Ausnahme berufen und das Anwaltsmonopol als solches war es nicht wesentlich in Gefahr. Bis dann vor ungefähr 12, 13 Jahren findige Unternehmer darauf gekommen sind zu sagen, warum denken wir eigentlich, das könnten wir nur für Unternehmerrechnungen gegenüber Privatkunden machen. Das steht doch eigentlich in diesem RDG nichts darum von drin. Warum geht es nicht auch andersrum? Warum können wir nicht auch Forderungen von Verbrauchern, von Privatleuten gegen Unternehmer als Inkassodienstleistung verstehen und können die Geld machen? Und diese Art von Forderungen gibt es nämlich im jüngeren Recht ganz, ganz viele. Ich hatte Ihnen schon in der ersten Einheit gesagt, dass das Verbraucherrecht in den letzten Jahren einen ziemlichen Aufschwung erfahren hat. Da gibt es eine Reihe von auch großen Massensachverhalten, die die Republik bewegt haben. Ich nenne nur den Dieselskandal als einen, wo Sie direkt sehen können, Sie haben hunderte, wenn nicht Millionen von betroffenen Kunden, alle mehr oder minder mit Geldansprüchen. Und wenn man auch das als Inkassodienstleistung versteht, dann merkt man, das schlägt ja voll der Anwaltschaft ins Kontor. Und wenn wir das als Inkassodienstleistung verstehen, dann haben wir direkt ein ganz großes Stück vom Branchenkuchen der Anwälte herausgenommen aus dieser geschützten Monopolstellung. Weil das so substanzielle Gefahr war für die Anwaltschaft, hat das tatsächlich auch die ansonsten lethargischen Kammern mal aus der Ecke geholt, Rechtsanwaltskammern, und die haben Prozesse darüber geführt, ob, wie man diese Inkassodienstleistung verstehen darf, ob auch ein Verbraucherinkasso etwas ist, was von Nichtanwälten gemacht werden darf. Der Gesetzgeber hätte dazu etwas sagen können. Diese Frage lag seit einigen Jahren offen zutage. Aber Sie wissen, nach der vorletzten Einheit, das Gesetzgebungsverfahren, das ist ein langwieriger Prozess, da müssen die politischen Parteien irgendwie grundsätzlich zusammenfinden. Manchmal braucht es auch Druck von der Europäischen Union, dass überhaupt was passiert. Und in vielen Fällen, so auch in diesem Fall, konnte man sich da nicht durchringen. Vielleicht hat man auch das Problem teilweise gar nicht erkannt. Also gab es kein Gesetz. Wenn es kein Gesetz gibt, dann tragen in diesem Fall die Leute den Fall vor die Gerichte und dann landet er irgendwann vor dem Bundesgerichtshof. Und so, ohne gesetzliche Handhabe, musste der Bundesgerichtshof irgendwie versuchen, aus diesem Inkasso-Begriff des § 2 Rechtsdienstleistungsgesetz Honig zu saugen und irgendwie daraus herauszulesen, ist das nun auch etwas, was zugunsten von Verbrauchern geschehen kann, mit so Massenforderungen wie im Dieselskandal oder zum Beispiel bestimmte Entschädigungen im Passagierbereich ließen sich gut so massenweise abfrühstücken zugunsten der Verbraucher, oder wollen wir das weiterhin Anwälten vorbehalten? Das war auch deswegen eine interessante Frage, weil ich Ihnen ja eben berichtet hatte, dass Anwälte normalerweise unter sich bleiben sollten als Partner einer Kanzlei. Bis vor kurzem war es so, sie dürfen sich nicht irgendwelche anderen Berufe außer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ins Boot holen. Und was sie vor allen Dingen nicht dürfen, ist, dass sie sich eine Heuschrecke ins Boot holen. Venture Capital sagt man dazu auch. Das sind Leute, die haben zu viel Geld. Das heißt, sie statten ein junges Unternehmen, geben ihm einem jungen Unternehmen Geld in die Hand, aber nicht als Kredit, als Darlehen, das wäre im ökonomischen Sprech Fremdkapital, sondern als Eigenkapital. Das heißt, sie sagen, ich werde zum Beispiel 90% gewinnberechtigter Partner deines Rechtsdienstleistungsunternehmens. Ich gebe dir dafür eine Stange Geld, du hast die Idee und dann machen wir mal. Mit dieser Stange Geld kann ich das Unternehmen schnell groß machen und kann alle Wettbewerber im Markt auffressen. Das ist der Gedanke von Venture Capital. Ich gebe Eigenkapital in ein Unternehmen rein. Anwälte durften das nicht, denn sie durften ja keine Nichtjuristen mit reinnehmen. Sie hätten theoretisch einen kapitalreichen Anwalt als Investor reinnehmen können, aber das passiert in der Regel nicht. Anwälte investieren ihr Kapital in der Regel nicht so. Also die Heuschrecke ist in der Regel eine nicht-anwaltliche. Und jetzt haben wir aber gerade gesehen, Inkasso-Unternehmen, die dürfen rechtsberaten, wenn man das liberal auslegt. Sie unterliegen aber gerade nicht diesen strengen Kapitalvorschriften für Anwälte. Haben die Kammern gesagt, das kann doch nicht sein, das verzerrt den Wettbewerb. Der BGH hat trotzdem gesagt, nee, im Inkasso-Begriff steht nichts drin, dass das auf Unternehmer-Inkasso gegen Verbraucher limitiert wäre. Außerdem im Grundgesetz steht schon etwas drin von der Berufsfreiheit. Deswegen müssen wir dieses Rechtsdienstleistungsgesetz liberal auslegen. Und das wiederum führt dazu, dass wir sagen, weiter Inkasso-Begriff, also
Auch wenn man eine Heuschrecke an Bord hat, also keine klassische Anwaltskanzlei ist, darf man diesen Bereich des Rechtsmarkts bewirtschaften, darf also diese Verbraucherforderung en masse durchsetzen, obwohl das klassisch Anwaltsgeschäft war. Lange Rede, aber der Sinn ist jetzt derjenige gewesen, den ich Ihnen rechts oben abgebildet habe, mit diesem liberalen Verständnis RDG, wo der Gesetzgeber sich nicht entscheiden wollte, aber der Bundesgerichtshof das irgendwann so entschieden hat im Jahr 2019. Der Fall war derjenige von Weniger Miete, einem Mietrechts-Startup aus Berlin. Mit dieser Entscheidung letztlich ist sehr viel vom klassischen Anwaltsgeschäft einfach mal aus dem Anwaltsberuf herausgewandert. Muss das aus Anwaltshand herauswandern? Naja, streng genommen nicht. Streng genommen könnte auch eine Kanzlei hingehen und könnte sagen, wir investieren, wir sind digital affin, so wie diese Verbraucherinkassos oder Legal Tech Dienstleister, wie man sie nennt, weil sie sehr stark digitalisierungsgetrieben arbeiten. Ich könnte hier eigentlich noch den Begriff Legal Tech dazu schreiben. Und dann machen wir das Ganze trotzdem in Anwaltshand. Das gibt es tatsächlich auch. Wenn Sie sich umschauen im Markt, dann sehen Sie, es gibt einzelne Verbraucherkanzleien. Können Sie einfach mal googeln, Verbraucherkanzlei, da dürfen die rauskommen. Ich habe es für Sie nicht getestet, aber da sind ein paar Leuchtturmkanzleien. Die haben gewissermaßen dieses ganze Know-how aus der Digitalisierungswelle mitgenommen. Die sind aber auch außergewöhnlichweise unternehmerisch fit genug dafür, Massensachverhalte zu bearbeiten. Und da haben wir dann zum ersten Mal so etwas wie eine Verbrauchergroßkanzlei. Man kann also theoretisch jedenfalls, und einzelne Praxisbeispiele zeigen, kann man auch diesen Bereich Verbraucherrechtsdurchsetzung groß und anwaltlich denken, aber es ist die Ausnahme geblieben. Und jedenfalls, was ich Ihnen sagen will, das ist etwas anderes als der klassische Anwaltsberuf. Also ich kann unter das Thema Legal Tech vielleicht noch drunter schreiben, Verbraucher Großkanzlei. Der klassische Anwaltsberuf, der versucht auch mit einer kleinen Sozietät oder sogar einer Ein-Personen-Kanzlei diese Verbraucher zu beraten, der kommt dagegen einfach nicht mehr an, weil man nicht die Erfahrung aus der Masse der Fälle hat, weil man nur regional oder vielleicht im eigenen Winkel einer Stadt arbeitet. Das ist etwas, was sich einfach gegen diese Riesenanbieter mit den riesigen Ressourcen faktisch nicht durchsetzen kann. Es betrifft das, was ich Ihnen rechts oben und auch links oben abgebildet habe, vor allen Dingen den Privatkunden, den Verbraucherbereich. Insofern ficht das nicht jedes klassische Anwaltsmodell an, aber alle, die klein aufgestellt waren, sind ein bisschen an dieser Stelle unter Feuer. Und der dritte Bereich, den ich Ihnen jetzt hier aufmalen möchte, ist einer, der rechts oben schon eine Rolle spielt, den man aber auch aus dem Verbraucherbereich noch herausdenken kann, nämlich Digitalisierung. Und zwar nicht Digitalisierung in der Akquise oder Vorprüfung eines Falles, sondern in der Mandatsbearbeitung. Das Internet links oben ist natürlich auch eine Form von Digitalisierung. Und wenn ich sage, dass diese RDG-Ausnahme vor allen Dingen von Legal Tech-Unternehmen verwendet wurde, dann können Sie auch denken, dass das irgendwie mit Digitalisierung zu tun habe. Aber es gibt eben auch noch als dritten Trend denjenigen, dass die Abarbeitung bereits akquirierter Mandate zunehmend mit algorithmischer Unterstützung erfolgt. Das heißt, etwas, was klassisch Anwältinnen und Anwälte gemacht haben, wird auf einmal von einer Software vollzogen. Und das betrifft gerade nicht nur den Privatkundenbereich, es betrifft auch den Privatkundenbereich, es betrifft aber gerade auch größere Unternehmen. Das kann man zunächst einmal sehen mit Blick auf die Erstellung von Verträgen. Da möchte ich Sie nochmal mitnehmen auf eine Internetseite, die da ein ganz gutes und taugliches Beispiel bildet. Schauen Sie mal hier. Das ist eine Seite, die sich tatsächlich hier nochmal ans Endkundengeschäft wendet. Smartlaw.de sehen Sie oben in der Browserzeile, aber die bleibt dabei nicht stehen. Sie können sich vorstellen, dass sich das wunderbar auch auf andere Kontexte übertragen lässt. Smartlaw ist, wie man hier sieht in der Selbstbeschreibung, digitale Vertrags- und Dokumentenerstellung. Das ist ein Vertrags- und Rechtsdokumentsgenerator.
Klassisches Anwaltsgeschäft. Wann generieren Anwälte und Anwälte klassisch Rechtsdokumente? Naja, sie produzieren ja Text ohne Ende. Sei es, dass sie für jemanden einen Mietvertrag aufsetzen, für einen Vermieter etwa, da sind wir schon gar nicht mehr im Privatkundenbereich, sei es, dass eine alte Oma aufkommt, ihr Testament aufsetzen möchte. Es kann aber auch sein, dass wir einen Arbeitsvertrag für ein großes Unternehmen aufsetzen oder dass wir eine Kündigung im arbeitsrechtlichen Bereich irgendwie rechtssicher gestalten wollen oder dass wir uns aus Arbeitnehmerperspektive wiederum gegen eine Kündigung wehren wollen und so weiter und so fort. Verträge sind ein ganz, ganz riesiger Teil jedenfalls der außergerichtlichen anwaltlichen Tätigkeit. Und auf einmal gibt es da so ein Legal Tech Startup, das sagt, hey, das können wir auch in einem interaktiven Formular, dazu brauche ich den Menschen nicht mehr. Schauen Sie sich das mal an, Sie können sich durchklicken, Sie haben hier in dem Menü den Punkt Rechtsdokumente. Jetzt sehen Sie mal Business und Unternehmen, klicke ich an und jetzt sehen Sie ein großer Bereich Arbeitsrecht, ganz viele verschiedene Rechtsdokumente und Verträge, die da eine Rolle spielen. Irgendwo geht es dann weiter, Unternehmen führen, also Gesellschafterbeschlüsse, klassisches, auch Großkanzlei-Metier, dass dort Rechtsdokumente erstellt werden, auf ein Unternehmen angepasst werden. Oder auch Gesellschaftsverträge, ich weiß gar nicht, was hier noch alles kommt, Arbeitszeugnisse, Beratervertrag und so weiter und so fort. All das klassisch Handarbeit, hier auf einmal von der digitalen Stange. Ohne das selbst jetzt vor mir angeschaut zu haben, klicke ich mal auf den Beratervertrag und Sie sehen, jetzt Vertrag erstellen. Dann sehen Sie, wir beginnen das mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Ich muss natürlich erstmal Cookies bestätigen. Dann habe ich eine interaktive Abfrage von verschiedenen Dingen, die für mich wichtig sind. Ich muss ein Datum eingeben, wann soll das beginnen? Also sagen wir mal 01.06.2023. Ich gehe weiter. Und jetzt werde ich wahrscheinlich eintragen müssen, Beratungsdienstleistungen, Rechtsdienstleistungen, was überhaupt Gegenstand des Vertrages sein soll. Ich werde natürlich eingeben, wie viel die Person verdienen soll. Ja, 10.000 Euro pro Tag sind mir ein bisschen viel. Also gehen wir mal auf 100 Euro pro Tag zurück. Ich muss natürlich Identitätsdaten eingeben von der Person, die jetzt hier in diesen Vertrag reingeht. Und ich könnte jetzt mich noch so lange da durchklicken, muss immer mehr kleine Fragen beantworten und das Tool, können Sie sich vorstellen, ist baumartig strukturiert und entscheidet dahinter, welche möglichen Formeln oder welche möglichen Klauseln jetzt in meinem dadurch am Ende generierten Vertrag auftauchen sollen oder nicht. Ich sage mal nein, Nutzungsrechte möchte ich nicht vorsehen. Sie sehen hier oben geht das schon mit dem grünen Balken stetig voran. Es gibt noch eine Reihe weiterer Fragen, die ich hier beantworten kann. Und was ich Ihnen an der Stelle verraten kann, ganz am Ende steht ein fertig generierter Vertrag, der natürlich nicht alle Eventualitäten berücksichtigt, aber der doch auf meine Bedürfnisse ein Stück weit zugeschnitten ist. Auch hier hätte der Gesetzgeber etwas dazu sagen können. Auch hier hat der Gesetzgeber geschwiegen. Auch hier haben wir vor 2 Jahren einen Bundesgerichtshoffall dazu gehabt, wo sich eine Kammer dagegen gewehrt hat, dass das zulässig sein sollte, weil sie gesagt hat, das ist doch eine Rechtsdienstleistung. Rechtsdienstleistung, hier ist es kein Inkasso, es ist Vertragserstellung, also kommen wir mit der Inkasso-Ausnahme nicht raus, das dürfen nur Anwälte. Und tatsächlich, der Bundesgerichtshof hat wieder gesagt, Berufsfreiheit, liberaler Geist der Verfassung, des Grundgesetzes, das ist sogar gar keine Rechtsdienstleistung, weil das nicht konkret genug ist. Ich finde gar nicht mal die Begründung so überzeugend, aber faktisch ist doch, und damit kehre ich jetzt hier zu meinem Bild zurück, selbst auch von dieser Ecke der digitalen Mandatsbearbeitung von Software, von digitalen Assistenten, die ursprüngliche Handarbeit der Anwaltschaft übernehmen, ist der klassische Anwaltsberuf unter Feuer. Und um nur ein jetzt jüngstes Beispiel zu nehmen, das Ihnen allen schon aus den Ohren heraushängt, natürlich spielt hier auch ChatGPT und seine Verwandten eine große Rolle. Anwaltliche Arbeit ist klassisch Textproduktionsarbeit und Sie wissen, Sie können heute ganz vielfältige Texte, Sie brauchen gar nicht so ein interaktives Tool wie bei Smart Law bedienen, sondern Sie können viele Texte einfach so per Zuruf von einem Automaten erstellen lassen. Sind die dann so richtig wie von Anwaltshand? Naja, es ist wohl unstreitig, dass was ChatGPT ausspuckt maximal zu 80% sinnvoll ist. Jetzt können Sie sich überlegen,
ob sie dem, was Anwaltshand produziert, eine höhere Sinnwahrscheinlichkeit prognostizieren würden. Da wäre wahrscheinlich auch nicht jeder einer Meinung, sondern würde sagen, auch die Anwaltsmenschen können Fehler machen. Vielleicht haben sie aber eine bessere Richtigkeitsgewähr heute noch jedenfalls. Am Ende ist das aber auch nicht entscheidend, sondern die Frage ist natürlich auch, was verkauft sich an die Kundschaft und manchmal auch, was geht schnell. Und da gehen doch diese moderne Software, geht heute rasend schnell im Handumdrehen, haben sie da Vertragsentwürfe da. Klassisches Kanzleigeschäft, es geht nicht nur sogar um die Aufsetzen von Verträgen, es geht sogar auch um das Prüfen von Verträgen. Da hat man früher die hochbezahlten Associates mit ihren 180.000 Euro im ersten Berufsjahr dafür angesetzt, dass sie tausende Seiten von Vertragskonvoluten durchforsten auf der Suche nach dem einen faulen Ei, nach der einen Klausel, die eventuell dafür sorgen könnte, dass man sagt, dieses Unternehmen, dessen Transaktion sich da anbahnt, das ist weniger wert, weil ihr in euren Gewerberaum-Mietverträgen den und den Fehler gemacht habt. Diese Klauselsuche, für die man bisher hochbezahlte junge Anwältinnen und Anwälte eingesetzt hat. Selbst das wird heutzutage von einer Software zumindest begleitet. Und vielleicht in Zukunft sogar nicht nur begleitet, sondern vielleicht ist manchmal die Software an einigen Stellen sogar auch schon besser als der Mensch, weil sie nicht nur nicht so teuer ist, sondern weil sie auch weniger ermüdet, weil sie vielleicht mehr Erfahrung auch irgendwann hat, wenn sie maschinell lernt, als ein Rookie, der da im ersten Berufsjahr am dritten Tag schon zu teuren Stundensätzen abgerechnet wird. Das alles will ich gar nicht als schöne neue Welt verkaufen. So ist das von mir nicht gemeint. Ich glaube aber, es sind faktische Trends, die wir hier sehen. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass der Anwaltsberuf von diesen allen Seiten unter Feuer ist und dass Sie vielleicht in 10 Jahren oder auch schon in 6 Jahren diesen Anwaltsberuf selbst ausüben möchten, dann möchte ich Sie damit überhaupt gar nicht davon abbringen, dass dieser Anwaltsberuf für Sie spannend sein könnte, sondern ich möchte Ihnen nur sagen, der wird in Zukunft neue Herausforderungen mit sich bringen. Sie werden in diesem ganzen Feld Digitalisierung Grundkenntnisse haben müssen. Sie werden zumindest eine Sensibilität dafür haben müssen, wenn Sie in den Anwaltsberuf reingehen, was Sie durch Software einfacher machen können, wo Sie Ihre eigene Arbeit durch Software überprüfen können oder andersrum, wo die Software Ihnen mal einen Vorschlag machen können, mit dem Sie mehr Zeit dann gewinnen für andere Sachen. Also es geht darum, dass Mensch und Maschine zukünftig auch im Anwaltsberuf Hand in Hand arbeiten können. Das kommt dort in diesem Beruf sehr, sehr spät an und das liegt natürlich daran, dass jedes Monopol, wie dieses Anwaltsmonopol, das der Gesetzgeber sehr lange zementiert hat, dass das sehr, sehr geringe Anreize zur Innovation bietet. Aber in den letzten Jahren ist die Digitalisierung jetzt doch auch langsam dort angekommen und vor allen Dingen ist mit dieser Durchlässigkeit gegenüber anderen Ausbildungen auch der Wettbewerb angekommen, mehr noch als zuvor, auch im Privatkundenbereich, auch außerhalb von den Großkanzleien, wo bisher der Wettbewerb nicht so eine große Rolle spielte. Und das führt dazu, dass sich die Angebote verbessern, dass aber eben auch Software eine größere Rolle spielt. Manche sagen kritisch, nicht nur der Zugang zum Recht wird besser, nicht nur werden Rechtsdienstleistungen zukünftig auch günstiger und schneller angeboten werden können, sondern wir müssen auch sehen, dass damit teilweise das Organ der Rechtspflege, das schon immer eher nur so eine Idee war, nunmehr völlig aus dem Blick gerät. Das bedeutet, was man mit guten Gründen an vielen Stellen beobachten kann, so eine Art Industrialisierung der Rechtspflege. Es gibt heute schon große Kanzleien, wo sich unverfroren, möchte man sagen, die Partneranwälte hinstellen und sagen, wir sind gar keine Kanzlei, wir sind ein Industriebetrieb. Und ein Industriebetrieb, der hat vielleicht mit dieser in meinem ersten Termin vorgestellten Idee des Rechts als eine gesellschaftlich erreichte Ressource, die wir auch irgendwie wertschätzen müssen, die wir auch mit Bedacht und mit Augenmaß durchsetzen müssen, hat dafür vielleicht nicht mehr so viel Verständnis. Und daraus entstehen natürlich wiederum neue Herausforderungen.
Es ist zum Beispiel beim Dieselskandal zuweilen kritisiert worden, dass dann dort Industriekanzleien auffahren, natürlich auf der Unternehmensseite, weil die beklagten Automobilhersteller natürlich sich von Riesenkanzleien haben vertreten lassen, dass aber auch auf Verbraucherseite auf einmal große Kanzleien sich gebildet haben, die auch von den Verbraucherzentralvertretungen beauftragt wurden und dass diese Kanzleien sehr, sehr viel Geld verschlungen und berechnet haben für die verschiedenen Seiten und einen Scheinkampf zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher geführt haben, dass letztlich aber sehr, sehr wenig Geld bei den Betroffenen angekommen ist. Und das ist natürlich dann auch eine ethische Frage, der sich, glaube ich, alle diejenigen, die in so einen Beruf reingehen, morgen noch eher als gestern stellen müssen. Wie hält man es für sich selbst mit einer solchen Kommerzialisierung des Anwaltsberufs? Ich meine, man sollte es nicht verdammen. Es hat eben durchaus mit dem Zugang zum Recht und Effizienzgewinnen, weniger unnötig verplemperte Arbeitszeit. Es hat sehr, sehr viele Vorteile, die gerade Digitalisierung dort mit sich bringt. Aber vielleicht so eine ethische Grundausbildung wird schon für die Juristinnen und Juristen in der Zukunft nochmal wichtiger, als sie in der Vergangenheit war. Denn letztlich geht es ja auch darum, dass wir der Gesellschaft guten Gewissens klar machen können, dass das, was wir tun, nicht irgendwie nur so eine Scheinindustrie ist, die sich selbst beschäftigt und mit den Leuten nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Sie die amerikanische Serie Better Call Saul gesehen haben. Da geht es dem Protagonisten, der für seine Schauspielerinnenleistungen wirklich nur bewundert werden kann, dem geht es am Anfang in seiner Rolle jetzt tatsächlich darum, den Armen und Schwachen zu helfen. Und irgendwann entfernt sich das von denen und er wird gewissermaßen zu einem Anwalt des schlechten Typs. Da wird eine große Herausforderung sein, bei allen Vorteilen, die jetzt die Digitalisierung und auch verschärfter Wettbewerb in diesem Bereich mit sich bringt, doch auch das Gute, was mit dem Recht als Ressource verbunden ist, dass das nicht unter den Tisch fällt. Und es wird eine Herausforderung sein, dass wenn ich viel Zeit gewinne, ich diese Zeit auch im Sinne der Mandantschaft nutze. Das bedeutet, wenn Sie morgen und übermorgen Anwältin sein wollen, dann ist es aus meiner Sicht wichtig einerseits, dass Sie verstehen, dass der Markt mehr und mehr auch im Rechtsbereich den Gesetzen des Marktes folgt. Das heißt, Sie müssen unternehmerisch fit sein. Und zugleich hoffe ich, dass wir als Anwältinnen und Anwälte der Zukunft irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir trotzdem noch Zeit finden, auch den Menschen unser Ohr zu leihen. Klingt sehr pathetisch, aber wenn man sich anschaut, was eigentlich für die Menschen da draußen wichtig ist, was der Anwaltsberuf, der Mensch hinter dem Anwaltsberuf ihnen geben kann, dann kommt in vielen Fällen raus, die Leute wollen jemanden haben, der sie menschlich versteht und der ihnen zuhört. Und das bei allem, was digitalisierbar ist, das kriegt die Software auf absehbare Zeit nicht hin oder sie kriegt es nur in einer oberflächlichen, nicht wirklich genugtuenden Weise hin. Und wenn nicht das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dann sollte sie doch eigentlich diese Überlegung dazu anspornen zu sagen, bei allen neuen Herausforderungen ist der Anwaltsberuf vielleicht doch in der Zukunft sogar noch spannender als vorher, weil vielleicht dann tatsächlich auch Zeit da ist, noch mehr als in der Vergangenheit den Menschen zuzuhören und die Probleme der Menschen zu lösen. Beobachten Sie mal andere Anwältinnen und Anwälte, denen Sie in Ihren Praktika begegnen, die vielleicht auch als Gastreferentinnen und Referenten an Ihrer Uni auftauchen, wie die zu diesen Herausforderungen stehen, wenn Sie schon irgendwann in die Nähe des Berufseinstiegs kommen. Beobachten Sie sich selbst, wie Sie auch mit diesen Dilemmata umgehen, die mit diesem Spannungsfeld zwischen Kommerz und Ethos verbunden sind. Ich bin mir sicher, Sie werden was Gutes daraus mitnehmen und werden was Gutes daraus machen. Ich sehe jedenfalls positiv in Zukunft. Ich hoffe, wenn ich Sie mit dieser Perspektive überzeugen kann. Und ich freue mich natürlich, in der nächsten Woche dann von diesem Blick auf die Rechtspflege den Blick weiterzuführen in Richtung des juristischen Handwerkszeugs. Ich habe gesagt, das ist mit das Wichtigste, was ich Ihnen in dieser Vorlesung bieten kann. Ich freue mich, Sie dann wiederzusehen und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Woche.